Antifaschismus steht hier. Und es ist wunderbar, mit euch in Hannover zu sein, Leute. Unsere Politiker machen sich zu Kollaborateuren. Insbesondere in der Ukraine unterstützen wir faschistische Kräfte, Azov-Bataillon, Svoboda, Ex-SS-Offiziere, die sogar in deutschen Medien hofiert werden. Eine Unglaublichkeit. Und deshalb zur Einstimmung, weil ihr wieder auf dem Platz seid. Ein Song von der Bandbreite. Kein Sex mit Nazis. So können wir sie vielleicht irgendwann mal auswerzen. Die Definition von Nazi, National und Sozialist, das ist, wenn man gut zu den eigenen Leuten und schlecht zu allen anderen ist. Doch damals im Dritten Reich, da haben sie sich vertan und gesagt, dass nur ein Arier ein Nazi sein kann. Doch diese Typen, das sind nicht nur Weiße, es gibt Rote, Gelbe, Braune, Schwarze und alle sind sie scheiße. Wie alle Lebewesen wollen auch Nazis sich vermehren. Und um das zu vermeiden, muss ich euch mal was erklären. Kein Sex mit Nazis, das darf mal lieber bleiben. Kein Sex mit Nazis, da kannst du lieber selber reiben. Kein Sex mit Nazis, ey, das würdest du bedauern. Wer weiß, was für Gefahren hinter braunen Löchern lauern. Der Führer Adolf Hitler war homosexuell und deshalb trieb er es mit Rudolf Hess in einem Hotel. Doch viel zu oft war Rudi in Europa unterwegs und das ging dem geilen Adi ja mal tierisch auf den Keks. Dann war er ganz alleine und hat so stark gelitten und fand auch keinen Trost an Evas braunen. Darum war er ständig angepisst und auch so voll fanatisch, denn keiner von den Schwulen damals wollte Sex mit Nazis. Kein Sex mit Nazis, das hat mal lieber bleiben. Kein Sex mit Nazis, da kannst du lieber selber reden. Kein Sex mit Nazis, ey, das würdest du bedauern. Wer weiß, was für Gefahren hinter braunen Löchern lauern. Hast du dich erst einmal mit einem Nazi eingelassen, labert er dich voll von der Reinheit seiner Rasse. Dabei sehr nett gerade diese Rechtsextremen, die uns die Evolution versauen mit ihren fiesen Genen. Gemäß aller Erfahrung zählen die nicht grad zu den Hellen und rasieren sich dann außerdem noch an den falschen Stellen. Weil Kastration verboten ist, bleibt nur die Konsequenz, dass du einfach niemals mehr mit einem Nazi pennst. Kein Sex mit Nazis, lass das mal lieber bleiben. Kein Sex mit Nazis, da kannst du lieber selber reiben. Kein Sex mit Nazis, ey, das würdest du bedauern. Wer weiß, was für Gefahren hinter braunen Löchern lauern. Kein Sex mit Nazis. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr konntet eure Meinung gut kundtun. Wir haben hier verweilt und wir spielen noch einen Song, bevor dann der Konstantin hier auf die Bühne kommt und seine Rede hält. Hab ich doch schon. Da ist er schon. Aber schön trotzdem einen Song. Was ist los in diesem Land? Weiß es nicht. Spürt ihr auch diese soziale Kälte? Ich seh mich um in meinem Land. Mama weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Sie hat die Kleine an der Hand. Sie ist verzweifelt und ich kann es sehen.
Politiker sprechen von Dekadenz und lassen sich von Lobbyisten schmieren. Sagen eine Erhöhung wär nicht drin und senken Steuern für die Reichen hier. Sie werfen Banken Kohle in den Schlund, doch für die Bildung fehlt das Geld. Nimm mir dafür nur einen Grund, wie das geht, wenn doch die Kohle fehlt. Sie sagen, so retten sie das System. Aber das System, das will ich nicht, weil Ungerechtigkeit in dem System schlichtweg recht und billig ist. Ich lauf zu Bits und frage nach, wie viel Geld gibt's auf der Welt? 10-mal mehr, als es Dinge gibt, die man dafür kaufen kann. Liebe Herren, eins ist klar, dass ihr mit diesem bunten Schein anscheinend nicht in der Lage seid, den Reichtum richtig zu verteilen. Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Alle reden von der NPD, doch Extremisten sitzen längst im Bundestag. Zu Hartz IV und Afghanistan haben sie alle ja gesagt. Wir sind Vasallen der USA und haben auch schon im Irak gekämpft. Unsere Bundis waren da, schossen illegal unter US-Command. Und ein Soldat, der dann nach Hause kam, hat mit seiner Frau ein Kind gezeugt. Doch da, wo eigentlich die Augen waren, hatte es nur blinde Haut. Du fragst dich jetzt, was redet der? Ja, unsere NATO verschießt du ran. Lauf durch Kabul, so sehen Babys aus, überall in Afghanistan. Man zeigt uns nur die Taliban, nicht unsere Schuld am Leid der Völker dort. Wir Deutsche sind beteiligt, wieder mal an einem Völkermord. Warum hört denn ihr kein Wort davon in deutschen Medien? Weil die gekauft sind von denen, die unseren Politiker die Paychecks bringen. Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Wir haben sie verhundertfacht, unsere Produktivität. Weshalb es mich verwundert macht, dass nicht jeder hier in Wohlstand lebt. Wir sind an einem Wendepunkt, dem Fehler im System. Und das ist nicht einmal das erste Mal, das hat es früher schon gegeben. Kapital und Zinseszins sind nicht von Gott gemacht. Und doch werden wir von den Banken und Bonzen hier damit kaputt gemacht. Die Leute, die noch einen gut bezahlten Job haben, können das noch nicht verstehen. Naja, sie haben halt ihr Leben lang nie was anderes gehört und gesehen. Und manch verhurter Volksvertreter ist noch so kackendreist. Freizeitpark, Hängematte, hört nicht auf ihren Scheiß. Das hier geht raus an die Politiker von SPD und CDU, an die Grünen und die FDP. Wann fangt ihr endlich an, was für uns zu tun? Und ich möchte, dass ihr mitsingt. Jetzt! Was ist los in diesem Land? Oh, 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 was ist los in diesem Land? Dankeschön. Und das Wort hat Konstantin mit einer Wutrede. Ja, mal sehen. Wütend bin ich ganz oft. Mein Freund Woyner
Wir haben schon einige Veranstaltungen gemeinsam so. Ich denke an Wien, ich denke an Berlin, ich denke an Halle. In Leipzig, in Erfurt bei uns warst du auch schon. Und ich habe dieses Lied, Was ist los in diesem Land, schon öfters von ihm gehört. Und ja, Woyna ist oft auf meine Reden eingegangen mit seinen Liedern. Und jetzt gehe ich mal auf sein letztes Lied mit meiner Rede ein. Denn Was ist los in diesem Land, das ist sehr, sehr, sehr seltsam, wenn ich mich umschaue. Ich war jetzt in Wien, ich war in Bremerhaven, ich war in Leipzig, ich war in Berlin, ich war in Halle. Ich habe in Erfurt die Montagsdemos mit durchgeführt und egal in welche Stadt in diesem Land ich fahre, es sieht immer alles langsam gleich aus. Es sind dieselben Bäckerketten, es sind dieselben Klamottenläden, es ist überall McDonald's, jeder Burger schmeckt gleich, überall ist Coca-Cola, überall ist dieser Konsumwahnsinn. Und die Innenstädte gleichen sich immer mehr. Wo sind denn die Handwerker und so weiter in den Innenstädten hin? Wo sind die kleinen Unternehmen hin? Und was passiert? Es werden riesige Konsumtempel hochgezogen. Immer wieder, um uns zu blenden. Und es ist nachgewiesen, dass dieser Konsum einen nicht glücklich macht. Ich habe nichts gegen Konsum. Jeder Mensch muss konsumieren, man muss essen, man muss leben, man soll auch schön leben. Aber es gibt Grenzen dieses Konsums. Und wenn ich dann höre, dass ein Warren Buffett oder auf Seite 1 in der Bildzeitung der reichste Deutsche gezeigt wird mit einem breiten Lächeln, ey, dann kriege ich das Kotzen, ja. Diese Leute sind Verbrecher und so muss man mit ihnen umgehen. Ja, es ist nicht normal. Ich komme aus Thüringen. Da lachen wir über den Mindestlohn, weil das ist genau das, was wir schon seit 20 Jahren verdienen, ja? Für eine 40-Stunden-Woche. Und dann soll man mir sagen, wie hat es der dicke Helmut, der Koloss vom Ockersheim mal gesagt, wir sollten den Gürtel enger schnallen. Ja, wo soll denn die breite Bevölkerung heutzutage noch den Gürtel enger schnallen? Die Zeitarbeitsfirmen und so weiter, das sprießt aus dem Boden. In Erfurt kann ich es nur sagen, es werden immer mehr Luxusfahrzeuge auf der Straße. Das sind ja Dinge, die sehen wir jeden Tag. Porsche, Maserati, das wird immer mehr, immer mehr. Und dieses sind Werte, die von der Gesellschaft erarbeitet werden. Aber diese Werte gehören nicht der Gesellschaft und den Menschen, sondern einigen ganz wenigen. Und ich bin auch kein Mensch, der sagt, ich bin gegen Kapitalismus. Ja? Es ist eine funktionierende Form. Ich sage zum Beispiel Ludwig Erhard. Eine soziale Marktwirtschaft, da müssen wir wieder hin. Aber wenn eine Partei wie die SPD Hartz IV und Leiharbeitsgesetze durchboxt, dann kann man nicht mehr von einer Arbeiterpartei sprechen. Und die Arbeiterverräter! Ja, das ist so. Oder die Grünen, die mal angetreten sind als Antikriegspartei, die stimmen jetzt bei jedem Kriegseinsatz als geschlossene Fraktion dagegen. Und wenn ein Herr Ströbele mal sein Maul aufmacht, dann nehmen sie ihm seinen Listenplatz weg. Was hat er gemacht? Er hat ein Direktmandat erworben. Das finde ich schön und Direktmandate, das ist eine Demokratie, kann nur funktionieren, wenn die Volksvertreter dich auch vertreten. Das heißt, dass du an sie rankommst und dass sie für dich arbeiten. Das ist noch nie, seit ich politisch denken kann, in diesem Land jemals so gewesen. Ja? Ist noch niemals mir aufgefallen, dass ein Herr Carsten Schneider, SPD-Abgeordneter in Erfurt, irgendeine Entscheidung getroffen hätte, die einem Erfurter Bürger geholfen hat. Nein, da wird gestimmt. Bei der Trinkwasserverordnung im Bundestag, da enthält dieser Mann sich der Stimme, ja? Und dann wird es an Nestle verkauft. Und wir sehen doch überall, dass dieser Konsum und diese Entdemokratisierung unserer Gesellschaft diese Gesellschaft spaltet und sie zerstört. Und wir müssen als Gesellschaft wieder anfangen, wieder gemeinsam zu handeln, uns die Hände zu reichen, so wie wir das mit dem PNC tun, so wie wir das mit den Leuten im Donbass tun. Es gibt Grenzen nur in Köpfen. Und mit diesem ganzen Konsum, mit dem, was dir vorgelebt wird von RTL 2 und dem Ganzen, wird dir suggeriert, dass es etwas gibt, dem du hinterherrennen sollst. Das ist aber absoluter Schwachsinn. Denn Konsum macht dich nicht glücklich. Ist die neue DVD oder Stereoanlage, die du da kaufst, ändert das irgendetwas in deinem Leben? Ist ein neues Auto, ändert das was in deinem Leben? Nein, gar nichts. Und auch die
dieses Glücksgefühl, was manche Menschen dann beim Shoppen haben, das ist sofort wieder weg. Ja? Das heißt, dieser Fokus in dieser Gesellschaft muss geändert werden. Wir müssen wieder auf Menschen gucken und nicht auf Dinge. Denn man ist nicht, was man trägt. Ja? Man ist das, was man tut, handelt. Und ja, ich bin auch schon relativ heiser und auch schon sehr angestrengt heute. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es schon an vielen Orten gesagt. Genau mit dem Konsum könnt ihr viel, viel mehr verändern, als mit so einem dummen Zettel, wo ihr ein Kreuz drauf macht. Denn es ist ein Kassenzettel, ist ein Vertrag, den ihr abschließt. Und mit dem Konsum, den ihr selbst bestimmt, ihr entscheidet, was ihr kauft, ihr entscheidet, was ihr tragt, ihr entscheidet vor allem, was ihr wegwerft. Wenn da jeder anfängt, bei sich vor der eigenen Haustür zu kehren, dann haben wir schon eine Menge geschafft. Und dann haben wir das Problem mit verbrennenden Fabrikarbeitern in Bangladesch und so weiter, haben wir nicht. Und noch eins möchte ich sagen, was mich sehr, sehr aufregt an dieser medialen und... Der 7. Januar ist uns allen im Gedächtnis mit den Bildern aus Paris. Ich möchte nur noch eins anmerken, ich bin im Jemen aufgewachsen, weil meine Eltern da Entwicklungshilfe geleistet haben. Am 7. Januar sind im Jemen, einem Land, das ich auch durchaus als einen Teil meiner Heimat bezeichne, 37 Menschen durch eine US-Drohne getötet worden, die von deutschem Boden gesteuert wurde. Ja, da spricht kein Mensch drüber. Und da müssen wir ansetzen. Amis raus aus diesem Land. Diese Army muss hier weg. Deutschland raus aus der NATO. Fairer Welthandel. Das sind Dinge, die wir ändern können. Wir können die Welt nicht auf morgen zu einem riesengroßen Ponyhof machen, aber wir können es wenigstens probieren bei uns vor der Tür. Und das liegt an jedem von euch selbst. Dankeschön. Er hat es gerade sehr richtig gesagt. Wir haben auch eine Macht als Volk. Und zwar das, was wir einkaufen. Damit können wir bestimmen, welche Firma Profite macht oder welche Firma pleite geht. Und eine, ich will sagen, satanische Firma möchte ich hier auf jeden Fall mal anprangern. Das ist Nestlé. Das ist dieser Schweizer Lebensmittelkonzern oder Füllmittelkonzern, der den Markt schon sehr, sehr lange mit seinen giftigen Lebensmitteln überschwemmt. Aber jetzt haben sie das Wasser in Afrika aufgekauft, die Rechte an dem Wasser in Afrika. Und wo die Afrikaner eh schon nicht genug Wasser haben, beziehungsweise nicht genug sauberes Trinkwasser haben, sondern eher dreckiges Brackwasser, was sie krank macht und die Kinder tötet. Dieses Wasser nennen sie dann dreisterweise auch noch Pure Life. Ich werde darüber nicht fertig. Ich könnte kotzen, wenn ich darüber nachdenke. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das muss gestoppt werden. Wasser, Luft, die Sonne, das ist alles Gott gegeben oder von mir aus Natur gegeben. Das gehört dem Menschen. Und das zeigt uns mal unseren Stand hier auf diesem Planeten auf. Wir sind freie Wesen. Aber sind wir das wirklich? Fühlt ihr euch frei? Wer fühlt sich denn heute noch frei? Das war vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten anders. Da waren die Ketten um unsere Hälse noch nicht so straff angezogen. Aber jetzt muss es doch jedem Deppen aufgehen, dass wir nicht frei sind, sondern dass wir Sklaven sind. Dass wir Sklaven sind in diesem Neofeudalismus. Und dass die heutigen Könige und Fürsten und Barone der Geldadel ist. Dass das die Banken, die Konzerne sind, die längst schon über uns herrschen. Denn unsere Politiker haben nichts zu sagen. Es sind Marionetten. Es sind Handpuppen. Und es stellt sich immer nur die Frage, wessen Hand hat Frau Merkel im Arsch? Wessen Hand hat Steinmeier im Arsch? Das müssen wir uns fragen. Und da müssen wir rangehen. Diese Menschen, beziehungsweise diese kleine Elite, die muss entmachtet werden. Und da haben wir die Macht dazu, indem wir entscheiden, was wir kaufen und welche Firmen wir abstrafen. Und nun möchte ich gerne den Martin Hüller nach vorne bitten. Martin? Für einen alten Mann ist das nichts, hier ohne Treppe hochzugehen. Ich muss euch was zeigen. Die habe ich nicht geklaut, sondern die habe ich mir ausgeliehen von Markus Wegener. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Ich soll euch zeigen,
Das sind im Grunde genommen immer nur so Äußerlichkeiten. Ja, dass der Martin mal mit der Antifa-Flagge rumläuft, das hätte er sich bis vor 20 Minuten auch nicht vorstellen können. Aber er macht es aus einem vernünftigen Grund, denn ich sehe hier vor mir verdammt nochmal nur Antifaschisten. Und ich habe hinter den Absperrungen der Polizei habe ich Leute gesehen, die eigentlich gegen ihresgleichen selbst demonstrieren müssten. Denn was aus diesem Mund kommt, das ist Faschismus, das ist Rassismus und damit möchten wir hier nichts zu tun haben. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich muss einfach mal Danke sagen, danke an die Polizeibeamten, die diese Veranstaltung insofern möglich gemacht haben, dass sie große Reibepunkte, wie sie hier an dem Ein- und Auslass gewesen sind, dann doch zurückdrängten, dass wir hier zumindest in friedfertiger Absicht das Gelände verlassen konnten, um uns eventuell auch mal was zu trinken zu holen oder aufs Klo zu gehen. Es ist dann trotzdem dazu gekommen, dass hinter uns ein paar Leute dann gestanden haben und uns trotzdem als Faschisten, als Pegida-Teilnehmer, als Nazis, als Arschlöcher bezeichnet haben. Aber wer mich kennt, der weiß, da gibt es diesen sogenannten Lotusblüteneffekt. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Es muss einfach an einem abtropfen, denn sonst macht man sich mit den Dingen gemein und da hat keiner was von. Ich möchte es nicht versäumen, bevor ich es ganz vergesse. Ich möchte euch Grüße bestellen, zum einen aus Wien vom Stefan Bartonek, der hat mit mir gesprochen, er hat gesagt, grüßt die Leute in Hannover vor Ort. Und ich möchte... Der konnte auch nicht hier sein aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte euch auch grüßen, vorhin noch mit ihm telefoniert, von unserem Kai Orak, von Kai aus Hannover, der weilt heute in Chur in der Schweiz bei der AZK-Konferenz und musste sich da entscheiden, geht er zur AZK oder bleibt er in Hannover, da hat er das Auswärtsspiel gewählt. Da habe ich gesagt, okay, mache ich das Heimspiel, bin ich hier. Ich freue mich, dass doch einige Leute hergekommen sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin in den Zeiten, in den harten Zeiten, wo uns in 1500, 2000 Kilometer Entfernung die Schrapnellen um die Ohren fliegen, ein bisschen erstaunt, dass von 500 und Teilnehmern und von 10.000 Angeschriebenen dann doch hier nicht unbedingt eine Handvoll, aber dann doch eine überschaubare Menge gekommen ist. Ich frage mich wirklich, was muss passieren, dass wir Massen hier auf die Straße bringen? Ist es irgendwie, dass hier erst die Bomben fallen müssen? Kann es nicht sein, dass man nicht erst dieses Szenario braucht, dieses sogenannte Endgame? Kann es sein, dass man vielleicht vorher mal aufwacht, dass man vorher sich vielleicht Gedanken macht und sagt, hey, das kann hier jederzeit passieren? Und auch was die Antifa betrifft, da muss ich halt auch nochmal sagen, ich kann es nach wie vor nicht verstehen, weshalb man demonstriert gegen Leute, die einfach nur Frieden haben wollen. Ja, hier wird man kein rassistisches Gedankengut, wird man nirgendwo feststellen können. Und wenn man sich auf so Seiten wie Pegada Watch und Aluhut für Ken und wie diese ganzen Dreckseiten alle heißen, da umguckt, dann ist es wirklich schon waghalsig, wie aus einigen Sprechern hier Nazis konstruiert werden. Ja, da reicht es dann schon, dass unter einem Artikel auf Facebook irgendjemand irgendwas kommentiert hat. Das macht denjenigen schon zum Nazi. Ja, und das ist eine Sache, die geht für mich überhaupt gar nicht und ich habe langsam das Gefühl, dass so einige in diesem Bereich langsam auch nachdenken und sagen, wozu stehen wir denn hier überhaupt? Ja, in Leer, wo habe ich mir erzählen lassen, in Leer war es zu beobachten, dass Leute von der Antifa, von den jungen Linken, von den Jusos, von der grünen Jugend dort bei einer Veranstaltung waren, die sich Legida oder Leergida oder so nannte. Ja. Bitte was? Bitte sehr, auch meinetwegen so, ja, die dann aber in ihre Busse und Mannschaftswagen wieder zurückgelatscht sind und an der Mahnwache einfach vorbeigegangen sind, die haben die überhaupt gar nicht zur Kenntnis genommen, ja, weil und warum nicht, weil sie keinen Auftrag hatten, du machst nicht zwei Jobs, wenn du nur einen bezahlt bekommst, das ist nun einfach so.
Und daran merkt man natürlich halt auch so die Ernsthaftigkeit dieser Gruppierung. Ja, es ist ja alles so ganz schön. Ich habe ja vorhin da auch einen Kaffee getrunken. Ich habe die dann auch gesehen. Die sind ja ganz lieb und die sind ganz nett. Das sind junge Leute, die sind halt ein bisschen verblendet, sind stolz auf ihre North Face Jacken, die sie tragen, wie eine Uniform, damit sie irgendwie gegen die bösen Faschisten, die hier mit Antifa-Fahne stehen, irgendwie protestieren können. Aber da machen wir nicht mit. Und ihr habt das in Halle wunderbar vorgemacht, dass ihr euch hingestellt habt bei Störern und einfach geschrien hat, Nazis raus. Und das war ein Zeichen, nämlich, dass ihr euch diese Meinung der anderen Leute nicht anzieht, das nicht verinnerlicht. Ja? Und das ist das Allerwichtigste. Wenn man sich nämlich überlegt, auf diesen Seiten, die gegen diese Bewegung und auch schon gegen die ganze Friedensbewegung hetzen, wenn man sich das durchliest und verinnerlichen würde, dann kriegt man wirklich Magengeschwür. Und das kann keiner von uns gebrauchen. Und denkt bitte immer daran, wir sind die Hellen, das sind die dunklen Leute. Wir sind hell. Wir strahlen Helligkeit aus. Das ist der Grund, weshalb wir hier überhaupt zusammenkommen können. Denn böse Leute können so überhaupt gar nicht zusammenkommen. Ich möchte endlich, dass da Klarheit herrscht und dass die Leute das endlich begreifen, dass Leute, die sich für Frieden einsetzen, die vielleicht auch Verständnis haben für die eine Position oder für die andere Position, nicht gleichzeitig Fanboy sind von irgendwelchen anderen Gruppen, sondern dass man sagen kann, okay, ich bin dafür, dass der Donbass frei wird, dass die unabhängig sind. Ich bin für Nova Russia, dafür bin ich. Ich bin dafür aber auf der anderen Seite keiner, der Wladimir Putin den Puderzucker in den Arsch blasen muss. Ja, was da nicht korrekt ist, das muss man genauso ansprechen können. Und genauso ist es andersherum, dass wenn irgendwelche Leute sagen, ich bin vielleicht dafür, dass die Westukraine sich zurückholt, was sie eventuell verloren haben, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass man unbedingt mit Stars and Stripes hier rumlaufen muss oder mit einer Israel-Fahne. Ja, das Verrückteste ist ja auf so einer Anti-Familien-Demo gewesen, da sind die dann mit Israel-Fahnen in Regenbogenfarben rumgelaufen. Da wusste ich dann überhaupt gar nicht, was soll mir diese Symbolik jetzt noch sagen? Ist das, was heißt das? Ja, es ist alles so ein bisschen schwierig. Es geht nur um Symbolik. Liebe Leute, ihr seht da hinten, hier ist die Antifa, ja? Nicht da hinten, da wo ihr seid. Und ich kann nur sagen, Hannover dankt euch. Ich danke euch vor allen Dingen. Und ich hoffe, dass bei der nächsten Endgame-Veranstaltung wirklich mehr Leute dabei sind, auch aus anderen Lagern. Man sollte sich angewöhnen, irgendwelche Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht Tage und Wochen lang irgendwie nachzutragen, sondern dass man sagt, wir sind alle im Namen des Herrn unterwegs und dieser Weg ist gerade und den werden wir zusammen gehen. Ich danke euch. Danke, Martin. So, jetzt möchte ich einen jungen Mann auf die Bühne rufen, der auch auf den Mahnwachen in Berlin schon viel Musik gemacht hat. Ich bitte nach oben den Benzer. Ein Applaus bitte. Ja, Benzer wird für euch auch gleich Musik machen. Aber ich habe vorher noch eine Frage, denn du stehst ja heute auch hier. Wir haben es gerade gesehen, die Flagge der SJD, der Sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken. Du hast dein Blauhemd an. Ich war auch mal Mitglied bei der SJD und ich habe tolle Zeiten mit den Falken erlebt. Die haben sich damals für Nicaragua stark gemacht gegen die US-amerikanische Intervention in den 80er Jahren protestiert. Und so wie es im Augenblick aussieht, bekommt man aber Probleme, wenn man für die Friedensbewegung aufsteht und Mitglied in dieser eigentlich ursprünglich anti-imperialistischen Bewegung ist. Du bist Falkenmitglied, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und du hast auch alle deine Jahresbeiträge immer ordentlich bezahlt, ja? Ja, klar, immer ordentlich, ja. So wie es sein muss. Okay. Mitgliedsbuch, immer schön geklebt mit den Marken. Alles klar. Und da gab es aber jetzt einen Vorfall, wovon du berichten möchtest, wo dir was passiert ist. Du warst
auf eine Veranstaltung, und zwar in der Hart, in der schönen Hart. Das ist ein Wald nördlich von Recklinghausen, und da gibt es ein Bildungszentrum, das ist das Salvador Allende Haus, und da gibt es eine alljährlich stattfindende Veranstaltung, die wie heißt? Die Winterschule. Und da warst du wie oft schon? Ja, also 4-mal bin ich da schon gewesen. Dieses Jahr wäre es das 5. Mal, aber das ging dann irgendwie doch nicht so gut, weil ich ja durch die ganze Beteiligung bei den Mahnwachen scheinbar auch rechts sein muss oder irgendwelche Thesen vertreten soll. Keine Ahnung. Was heißt rechts? Hier stehen die wahren Antifaschisten, oder? Ja, wie sieht das aus? Und was soll ich dazu noch großartig sagen? Was ist dir passiert? Also du wurdest ausgeschlossen von der Veranstaltung. Ich bin 2 Stunden nach Recklinghausen gefahren, Erkenschwick da die Ecke. Also nicht Recklinghausen, sondern Erkenschwick. Und dann durfte ich dafür, dass ich 2 Stunden dort hingefahren bin, nur 15 Minuten da bleiben. Ja, eigentlich diejenigen aus dem Vorstand, die dringend so ein Gespräch mit mir haben wollten, die waren selber alle da. Ich habe mich auch dort schön hingesetzt neben denen, aber irgendwie wollte dort keiner mit mir reden. Hauptsache, ich nehme nicht an der Veranstaltung teil. Ja, und ist ganz komisch, was dort in den letzten Jahren abläuft. Und was ist dir dann passiert? Du bist dann rauskomplimentiert worden. Ja, also die Polizei wurde dann später gerufen, weil ich es nicht eingesehen habe, dort einfach zu verschwinden. Ich bin dort vor der Tür geblieben mit ein paar Leuten, die ich kannte. Ja, und das ist halt sehr komisch, als linker Jugendverband mit der Polizei zu kooperieren. Das ist schon fragwürdig, finde ich. Das sehe ich auch so. Das ist eine Sache, die auch in die Öffentlichkeit getragen werden muss, meiner Meinung nach. Mich hat man, wie gesagt, ausgeschlossen wegen, ich weiß nicht, unamerikanischem Verhalten. Ich weiß es nicht mal genau. Ja, aber wenn ihr die Flagge mit dem Falken drauf seht, dann seid euch dessen gewiss, dass es dort viele Mitglieder gibt, wie dem Benza, die Stärke zeigen wollen, die im Kampf für den Frieden mit dabei sein wollen und die unsere Unterstützung brauchen, auch wenn sie die Minderheit in ihrem Verband sind. Und Benza braucht jetzt eure Unterstützung mit einem fetten Applaus. Danke, danke. Jetzt muss ich mich erstmal warm anziehen, weil jetzt wird gerappt. Genau, jetzt gibt's Musik. Ist das Teil an? Sound und alles. Wollen wir hier den Knopf, ey. Hier oben. Ja, das sind 2 Lieder. Ja, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Storytelling-mäßig, aber auch schon politisch. Ja, kommt da was raus? Hatten wir ja vorhin schon, ne? Schon wieder das gleiche hier. Nochmal raus und rein. Ja, was vielleicht interessant wäre, ich weiß nicht, ob die Falken das gerade auf dem Schirm haben, aber eben jenes sozialistische Bildungszentrum, was nach Salvador Allende benannt worden ist, der im Übrigen am 11. September 1973 von Handlangern der CIA der Vereinigten Staaten umgebracht worden ist, dass in einem solchen Haus ein Antifaschist und ein friedensbewegter Mensch Hausverbot durch die Polizei erteilt bekommt, ist eine Unglaublichkeit, wo sich Salvador Allende wahrscheinlich im Grab umdrehen würde. Ich mag den Genossen von den Falken, den ich mich immer noch verbunden fühle. Vielen von denen fühle ich mich verbunden, und es ist die kleine Minderheit dort. Mal ans Herz legen, darüber nachzudenken, was gerade in dem Wald, wo ihr Bildungszentrum ist, in der Hart passiert. Die ist nämlich ein Testgebiet für Fracking in Nordrhein-Westfalen, und mich würde mal interessieren, ob dieser Verband das überhaupt auf dem Schirm hat, ob es nicht wichtiger wäre, sich die Frage zu stellen, ob hier gerade unser Wald, neben dem wir unser Bildungszentrum haben, testweise vergiftet wird, oder ob es sinnvoller ist, Mitglieder der Friedensbewegung auszuschließen. Benza, wie sieht's aus? Will nicht. Okay, dann versuchen wir, die technischen Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Und als nächste Rednerin stünde auf dem Programm Jenny Friedheim, glaube ich. Die Elena steht auf dem Programm. Okay, dann komm bitte zu uns, Elena. Bitte sehr. Ein Applaus für Elena, bitte. Hallo, meine lieben Freunde. Ich stehe hier gegen Krieg. Gegen Krieg mit Russland. Ich komme aus Russland. Ich wohne in Stuttgart, arbeite als Psychologin. Ich wohne in Deutschland seit, ich lebe in Deutschland seit 18 Jahren. Ich möchte euch sagen, ich habe nie ein gutes Bericht in deutschen Fernsehen über Russland gesehen. Noch nie. Danke. Und ich möchte keinen Krieg mit Russland. Ich möchte, dass ihr mich auch und damit unterstützt. Wir haben schon 2 Kriege gehabt, Russen und Deutschen. Ich möchte, dass kein dritter Weltkrieg mit Russland kommt. Danke. Ja.
Leute in Deutschland begreifen noch nicht, dass Deutschland ist eine, dass Deutschland ist eine, dass Feindschaft zwischen Russland und Deutschland ist ein primäres Ziel, ein gutes Ziel für einen dritten Weltkrieg anzufangen. Hier sind sehr viele stationäre Basen, Militärbasen. Und was machen sie hier in Europa? Was machen hier in Deutschland? Sie müssen raus, sie müssen uns nicht beschützen von Russland. Russland hat noch nie einen Krieg angefangen. Russland will keinen Krieg. Stratfor hat bestätigt, sie wissen schon, es müssen so viele Russen ermordet werden. Und USA-Hauptziel seit einem Jahrhundert war, ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Sie mussten uns ein Keil einsetzen zwischen uns, Russen und Deutschen. Und das läuft seit 100 Jahren hier in Europa. Das müssen wir vermeiden. Also Deutschland hat eine lange Kultur, genauso wie Russland. Aber Amerikaner haben das nicht. Ja, das Land existiert seit 270 Jahren. Und wir in Deutschland und in Russland haben sehr lange und tiefe Kultur. Und deswegen beneiden sie das, dass wir das haben und möchten das vermeiden. Komischerweise müssen immer Deutsche eine Entscheidung treffen, sogar nicht nur für sich selbst, nicht für Deutschland, sondern auch für Europa treffen. Jetzt momentan trifft Deutschland auch eine schwierige Entscheidung, ob ein Krieg mit Russland wird oder nicht. Wir sehen alle, was gerade in der Ukraine passiert. Das Krieg kann hier ausbrechen werden, jeden Tag, morgen kann es ausbrechen werden. Und deswegen müssen wir was tun, wir müssen auf die Straße gehen. Ich habe jemanden, Europa steht schon auf, ich habe eine Bekannte aus Bulgarien, aus Sofien, Zveta. Und sie hat schon die Straße gebracht. Und wir 10.000 in Sofien, in Bulgarien, mit gleicher Forderung, mit raus aus der NATO. Antifaschistische Forderungen. Wir organisieren jetzt einen europäischen Komitee, da wo alle Länder, europäische Länder auf die Straße auf einen Tag zusammenkommen und protestieren für NATO-Austritt, dass Europa raus aus der NATO gehen muss. Sie muss zurückfahren nach Amerika, aber was hier in Europa nicht zu suchen, auf unserem Kontinent. Amerika hat NATO nicht zu suchen. Für meine Kinder, für mich. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sterben im Dritten Weltkrieg mit Russland. Ich möchte nicht, dass eure Kinder sterben in diesem Krieg. Danke. Es wird noch viel mehr Energie und Kraft nötig sein gegen diese Anti-NATO-Absichten mit Deutschland und Europa. Mein Vorschlag wäre, dass wir alle auf die Straße gehen. Im schlimmsten Fall müssen wir auch Autobahn sperren. Hüpfen! Auto aufkleben! Amigo home, NATO raus! Alle! Warum zählt keiner von Bundesregierung in Berlin? Warum stehen die Leute nicht auf die Straße? Ich glaube, ich habe Probleme mit Medien. Die Hetze gegen Russland auf deutsche Medien. Und ich möchte, dass wir alle auf einmal aufstehen und zeigen unsere Meinung. Nicht, was uns gezeigt wird. NATO muss aus Deutschland rausgehen und Bundesregierung muss alle Soldaten, NATO-Soldaten, rauswerfen, damit Volk selbst dafür sorgen kann. Also, liebe Freunde, bitte stoppt diesen Krieg. Ich bitte euch sehr. Ich werde auch dabei sein, ich werde euch helfen und tun alles, was ich kann. Stoppt bitte diesen verdammten Krieg. Danke. Ja, dann möchte ich jetzt bitte den Jens Bischel auf die Bühne bitten. Hey,
herzlich willkommen. Neben mir steht Jens Beschel. Du zeichnest verantwortlich für eine Veranstaltung, die letzten Samstag stattgefunden hat. Welche war das bitte? Ja, wir haben in Krefeld gegen die Rüstungsindustrie ein bisschen demonstriert, gegen Rheinmetall, einen der größten Rüstungskonzerne in Deutschland, verbandelt mit Krauss, Maffei, Wegmann, mit Diehl, mit allen anderen. Und es war zwar nur die Ballistic Protection GmbH, aber das sind Dual-Use-Güter, die landen auch in Panzern und die werden natürlich auch in totalitäre Systeme, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, exportiert. Und es wird Zeit, dass wir wirklich mal dagegen aufstehen. Und wir müssen die Rüstungskonzerne, auch wenn das nur Symptome sind, Symptome gehören genauso zu einer Krankheit wie die Ursachen und die müssen genauso bekämpft werden. Und deswegen lasst uns die Rüstungskonzerne boykottieren. Jedes Jahr, an jedem Standort, einmal eine fette Demo, bis sie das begreifen. Ja, da könnt ihr euch herzlichst an den Jens richten, der da auch schon eine Liaison eingegangen ist mit Leuten, die beispielsweise Heckler und Koch blockieren wollen, Krauss, Maffei und viele andere Firmen. Jetzt stehst du hier und ich sehe da, du hast ein T-Shirt an, ja? Ja. Mach das doch mal auf, damit wir das sehen können. Der Astralkörper. Okay, da steht die Linke auf deiner Brust und du bist immer noch in der Partei? Nein. Warum bist du nicht mehr in der Partei? Ich war 11 Jahre lang Mitglied in der Linkspartei und habe 2014 aufgrund der Hetzerei, die seitens der Linkspartei auch zumindest in Teilen gegen die Montagsbahnwachen gelaufen ist, habe ich meinen Parteiaustritt erklärt und erkläre mich solidarisch mit allen Leuten, die für Frieden auf die Straße gehen. Gut. Aber der Grund, warum du hier stehst und warum ich dich auf die Bühne gezogen habe, ist, dass ich auch euren Applaus will. Und zwar will ich den Applaus dafür, dass der Jens in die Linke wieder eintritt, weil so Leute wie ihn brauchen wir da drin. Die sitzen im Bundestag. Wir brauchen den Jens. Und ich versuche ihn zu überzeugen. Kann ich dich überzeugen? Also ich finde sowieso, Leute, es gibt viel, also du hast mich natürlich schon überzeugt und ich finde auch, es wird langsam Zeit, dass die ganze Parteienlandschaft wieder mal ein bisschen bunter wird in Deutschland. Und ich denke, wenn wir was bewegen wollen, dann müssen wir nur zwei Sachen beachten. Wir müssen einfach eine gerade Linie fahren und uns selber und unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen treu bleiben und uns nicht korrumpieren lassen. Und dann müssen wir diese Parteien infiltrieren und unterwandern und dann schaffen wir auch das, was wir wollen, nämlich eine echte Demokratie hinzukriegen. Dann kriegen wir auch wirklich vielleicht den Volksentscheid hin. Ja, und die direkte Demokratie. Parteien ja? Einfach nicht mehr steuerlich alimentieren. Parteien müssen vom Steuerkonto weg. Ich gebe dir da prinzipiell erstmal recht. Es ist halt eben die Frage. Also. Okay, wir brauchen bitte Ordner nach vorne. Ja. Ich weiß zwar gar nicht warum, aber das ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe. Also ich habe hier heute jedenfalls, es gab auch in NRW viele Bedenken gegen diese Bewegung. Ich habe mir den Forderungskatalog angeguckt. Ich kann da kein rechtes Gedankengut finden. Ich kann da auch kein extremistisches Gedankengut finden. Ich kann das definitiv, okay, vielleicht ein paar Formulierungen würde ich vielleicht ein bisschen ändern, aber im Prinzip kann ich das alles so unterschreiben, ja. Und ich weiß auch nicht, was man mit den Leuten, die hier gegen uns demonstrieren, gemacht hat, was man in deren Köpfe gehämmert hat. Ich kann das nicht nachvollziehen, tut mir leid. Hier stehen nämlich die wahren Antifaschisten. Jens, ich danke dir ganz herzlich, dass du zu mir auf die Bühne gekommen bist und finde dein Engagement super. Wie gesagt, jeder, der sich engagieren möchte gegen Rüstungsaktivität und Rüstungsexport in diesem Land durch deutsche Firmen, möge sich bitte vertrauensvoll an den Jens wenden. Der ist deine Adresse. Und ich denke... Okay, Deeskalation ist gefragt, da vorne. Ja, nicht noch mehr Leute hinrennen. Und ich würde sagen, wir deeskalieren. Ihr habt ja alle noch eure Texte. Und im Sinne, dass wir endlich alle wieder zusammenkommen müssen und sogar unsere Gegendemonstranten, die versuchen uns zu provozieren, worauf wir uns nicht einlassen, weil wir friedliche Menschen sind, auch die müssten theoretisch, nein, sogar praktisch mit ins Boot. Lasst sie uns totlieben. Guckt auf eure Zettel, es gibt einen Song, den wir singen, und zwar von Bert Brecht.
Recht, dem alten Antifaschisten. Und das heißt, das Einheitsfrontlied. Schild mal da vorne, ja? Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuh. Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Hey, ich hoffe, da kochen die Gemüter ein bisschen runter. Und kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Ein letztes Mal. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. So sieht's aus, ein bisschen entspannende antifaschistische Musik. Guck mal, das hat man vor etlichen Jahren gesungen, um gegen den Naziterror zu opponieren. Und wir singen es heute hier gemeinsam. Sinnvoll, wichtig, sich zu erinnern, in wessen Tradition wir stehen, dass das unsere Flagge ist, die antifaschistische Aktion, dass wir uns unsere Zeichen, unsere Sprache und unsere Musik zurückhören. Denn sie gehört uns, den wahren Antifaschisten. Danke. So, nun haben wir die Jenny hier. Die Jenny hat ihren Schwerpunkt auf das Thema unsere Kinder und Jugend und die Familie gelegt. Und ich finde, das ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil unsere Familie langsam, also das Bild der Familie langsam ausstirbt. Familie ist aber Zusammenhalt. Familie ist auch Stärke für jeden Einzelnen. Es ist Halt für jeden Einzelnen. Es ist manchmal ein Rückzugsort, wo man sich einfach sicher fühlen kann, wenn man mal Probleme hat, wenn man mal niedergeschlagen ist oder wenn einem das Leben einmal böse mitgespielt hat. Und viele Menschen sind sehr einsam, sind allein, weil es die Familie nicht mehr gibt, weil die Familie zerrüttet ist, weil dort kein Wert mehr drauf gelegt wird. Und unsere Kinder und Jugendlichen werden auch vernachlässigt, die unsere Zukunft sind, die das Land doch steuern sollen später, wenn wir alt sind. Und wenn diese Generation aber völlig verblödet wird vom Fernsehen, von den Medien, was bleibt dann über? Und darüber möchte jetzt Jenny auch sprechen und sie möchte sich auch mal ein bisschen Luft machen über unsere Freunde von der sogenannten Gegenseite, die sie auf der Gegenseite sehen, obwohl sie doch auch Genossen sind im Kampf gegen diese Barbaren, gegen diese Eliten, die uns ausbeuten und ausbluten lassen und uns als Sklaven und Nutzvieh benutzen. Jenny, bitte. Moin. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht, weil ich habe hier mit mindestens 800 Gegendemonstranten gerechnet und bin jetzt eigentlich auch hergekommen, um denen mal ein bisschen ja, die Ohren zu waschen. Und nun ist gar keiner da. Ja, was mache ich jetzt? Also,
Ja, nee, das kommt trotzdem. Also, weil ich hoffe einfach mal, die Videos gehen rum und die betreffenden Damen und Herren gucken sich das mal an. Weil ich habe mir mal Gedanken gemacht, was sind das eigentlich für Leute, die gegen uns auf die Straße gehen? Komme ich gleich zu. Also nehmen wir das als Lehrvortrag in Wer sind Gegendemonstranten? Eigentlich heißt es ja, wir leben in einem friedlichen Land, sagt jedenfalls jeder. Und stimmt das denn überhaupt? Und ich sage nein. In diesem Land tobt nicht nur ein Krieg, sondern viele. Und einer gerade da drüben. Und schauen wir uns doch unsere Gegner einfach mal an. Übrigens, das hat seinen Grund, dass ich immer mit Manuskript rede, weil wenn ich kein Manuskript habe, an das ich mich halten muss, sabbel ich euch einen Knopf an die Backe. Und das kann echt lange dauern. Also von daher freut euch, dass ich das nur lese. So, fangen wir mal der ersten Gruppe an. Die sogenannten Antifanten oder Antideutschen und was das da sonst noch so alles gibt. Die führen eigentlich Krieg gegen jeden, der nicht 100% ihrer Meinung ist. Sie wollen die Ansichten Andersdenkender töten. Sie sind Mörder. Nur dass Gesinnungsmord nicht strafbar im Sinne des Gesetzes ist. Sie nehmen die Grundrechte für sich in Anspruch und lassen sich von ihnen schützen. Gestehen aber anderen diese Rechte nicht zu. Sie halten sich für die Elite, die das Recht hat, Meinungsdiktatur zu betreiben. Und das nenne ich nicht menschenfreundlich. Würden diese Meinungsmörder ihren Willen kriegen und jeder hier würde genauso denken wie Sie, wäre dann Ruhe? Nein, denn Sie sind aggressiv und Sie brauchen Ihre Aggressionen. Sie würden andere Gründe finden, um Unfrieden zu stiften. Zur Not würden Sie erbitterten Streit um die Farbe unserer Socken vom Zaun brechen, damit Sie Ihren Frust ausleben können. Sie werden immer neue Feindbilder schaffen, die Sie bekämpfen können, wozu sich überhaupt die Mühe machen, Sie zu überzeugen, dass wir auch nur Menschen sind. Das können wir uns also sparen. Abhaken. Glauben diese Leute echt, dass wir mit unseren Friedensdemos aufhören, weil sie uns in ihrer unnachahmlich charmanten Art zeigen, dass sie uns hassen? Da irren sie sich. Schlechte Manieren sind nicht geeignet, mein Denken in eure Richtung zu lenken. Und solange sie sich nicht benehmen können, solange sie die Deutungshoheit beanspruchen, solange sie Menschen anderer Denkungsart vernichten wollen, verschwende ich keine Zeit darauf, sie friedlich zu stimmen. Sollen die Hunde doch bellen, die Friedenskarawane zieht weiter. Ja. So, und dann haben wir da noch die Gruppe Demo-Verweigerer. Mit denen bin ich gerade in den letzten Tagen öfter mal in Berührung gekommen. Leute, die sagen, nee, da gehe ich nicht hin, weil der und der spricht da oder das sind so und solche. Diese Demo-Verweigerer, die fürchten, dass die falschen Leute auf Demos wie diesen anwesend sind, sollten lernen, dass es sinnvoller ist, dem Gegner furchtlos in die Augen zu sehen, Präsenz zu zeigen, ihm nicht freiwillig Platz machen. Die Bösen sind für humanistische Menschen nicht ansteckend. Die haben kein Ebola oder irgendwas. Man muss sich ja fragen, wie es mit dem Weltbild dieser Demo-Verweigerer bestellt ist. Trauen sie sich selbst so wenig, dass sie sich sorgen müssen, indoktriniert zu werden? Nur wenn humanistische Menschen in der Überzahl sind, und dazu müssten die überhaupt dann hier sein, haben Extremisten keine Chance. Die Bezeichnung sagt doch schon, dass sie nie die Masse sein können. Jeder, der wegbleibt, weil böse Buben auftauchen könnten, stärkt gerade die. Wer Angst hat, neben Leuten zu stehen, die wie auch immer extrem sind, unterstützen genau diese Leute mit ihrer Abwesenheit. Wer solche Gründe als Feigenblatt benutzt, um nicht teilnehmen zu müssen, spielt diesen Typen in die Hände und lässt die humanistischen Menschen im Stich. Dann haben wir noch die Gegendemos von den sogenannten, ich sag da Saubermenschen zu. Die sind
sind dagegen nur ein gesellschaftliches Feigenblatt. Gegen Fremdenfeindlichkeit ist schick und gut fürs Image. Für den Frieden zu sein offenbar nicht. Ist es Ihnen wirklich so wichtig, dass der türkische Nachbar unbehelligt bleibt, dass Sie sich deswegen die Mühe machen, auf die Straße zu gehen? Und wieso stört es Sie dann nicht, dass in der Ukraine, in Syrien, in Palästina etc. seit Monaten Zivilisten und Kinder sterben? Geht Ihre Menschenliebe nicht weit genug, um auch für Menschen, die nicht hier leben, zu demonstrieren? Falls diesen Leuten die Ukraine zu weit weg ist, wo sind sie, wenn es um Monsanto und TTIP geht? Wo sind die Sozialverbände, die Arbeiterverbände, wenn es um die Rechte von Arbeitslosen geht? Und wo, damit meine ich auch die Menschenrechte. Wo sind die Menschenrechtler, wenn es um die elementaren Grundrechte für alle geht? Wo sind sie, wenn der Bundestag den Anspruch auf sauberes Trinkwasser verneint? Nicht nur für Zuwanderer, sondern für alle. Und wo bleibt die Empörung, wenn der Frieden in Europa in Gefahr ist? Ausländerfeindlichkeit, nein danke. Krieg und Genfood ist okay, oder was? Wäre diesen Saubermenschen eine bessere Welt und ein friedliches Miteinander aller Menschen wirklich wichtig, dann stünden sie so wie wir seit Monaten jede Woche auf der Straße oder würden spätestens jetzt damit anfangen. Aber das ist Arbeit, richtig harte Arbeit, wöchentlich etwas auf die Beine zu stellen, teilzunehmen, die Zeit der übrigen einen Vortrag auszuarbeiten, Infomaterial besorgen und bereitstellen, Broschüren, Flyer oder Anreisen zu Demos wie diesen bezahlen und so weiter und so weiter. Aber so weit reicht das Engagement für andere Menschen bei denen scheinbar nicht. Wird ja auch nicht bezahlt. Ja genau, es wird nicht bezahlt. Und solange sich daran nichts ändert, sind Gegendemonstranten, egal welcher Art, und auch die Hetzer im Internet gegen solche Demos, für mich nur Demo-Parasiten. Sie tun nur so, als ob sie sich für andere interessieren. Sie sind Lügner. Sie bringen es nicht fertig, sich für eine bessere Welt anzustrengen, sondern wollen nur gegen etwas anstinken. Ihr Motiv ist Zerstörung dessen, was sie aus ihrer Komfortzone holen könnte. Sie führen lieber Krieg gegen andere Menschen, anstatt sich mit ihnen um Verbesserung zu bemühen. Pfui, sag ich da, pfui! Ja, unser Land befindet sich mitten im Krieg. Krieg um die Deutungshoheit, in einem Krieg jeder gegen jeden, um gesunde Nahrung, um den Lebensunterhalt. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, einen Währungskrieg und wenn wir nicht höllisch aufpassen, bald einen Krieg mit Russland. Wer in dieser Situation immer noch meint, dass er gerade auf Leute eindreschen muss, die sich mit aller Kraft gegen alle diese Kriege wehren, hat nicht begriffen, was Humanität wirklich ist. Sie sind für mich nicht glaubwürdig und darum ist es mir auch scheißegal, was die von mir denken. Was interessieren mich Wadenbeißer, die sich jaulend verkriechen, wenn es um Leben und Tod geht? Denn der echte Krieg mit Waffen steht vor der Tür. Wir werden von den Medien seit langem darauf vorbereitet. Es geht dabei wie immer nur um Geld und Profit einer Minderheit. Wer den Truppeneinsatz, egal wo, fordert, muss in der Regel nicht selbst an die Front. Die haben also leicht reden. Wirtschaft und Politik brauchen diesen Krieg unbedingt, um ihr marodes System zu erhalten. Und unbedingt heißt, ohne Bedingungen und ohne Rücksicht auf Verluste, solange es nicht deren Verluste sind. Dass Konzerne Verlust machen, das geht ja gar nicht. Aber wer trägt die Verluste, aus denen sie Gewinn ziehen? Wir sind es. Es sind unsere Kinder, unsere Männer, unsere Familien, die für die Gewinnsucht und Gier der Konzerne und Banken bluten müssen. Und der Preis ist mir zu hoch. Ich habe nicht Kinder geboren, um sie vom Militär verheizen zu lassen. Ich habe meine Kinder nicht zu anständigen Leuten erzogen, damit eine gierige Wirtschaft sie zu Zerrbildern eines Menschen macht. Ich habe nicht jahrzehntelang für diese Kinder gesorgt, damit man mir irgendwann zerfetztes Fleisch in Zinkdosen vor die Tür frei Haus liefert, falls überhaupt was übrig ist, was ich noch zu Grabe tragen kann. Frau von der Leyen,
Herr Gauck, Frau Merkel und alle anderen Politiker, die bedenkenlos mit Menschenleben spielen. Unsere Kinder sind systemrelevant und sonst gar nichts. Nicht die Wirtschaft, die Märkte, die Industrie, die Banken sind wichtig und die NATO erst recht nicht. Sogar ihr braucht unsere Kinder, denn wer würde sonst für euer bequemes Leben sorgen? Wenn ihr andere Prioritäten setzt als wir Eltern und unsere Kinder tot sind, könnt ihr euch eure wertlosen Betroffenheits- und Beileidsphrasen in eine Körperöffnung eurer Wahl stecken. Haltet dann lieber die Fresse, es glaubt euch sowieso keiner. Rhetorik, das Wettrüsten und die Produktion von Waffen um ihrer selbst willen muss ein Ende haben. Was der militärisch-industrielle Komplex da treibt, ist Wahnsinn. Ja, sie sind wahnsinnig, anders kann man das nicht nennen. Gefährliche Irre. Es ist verrückt, wenn Leute Geld damit verdienen, andere Leute umzubringen. Wenn ich das tue und erwischt werde, komme ich in den Bau. Aber wenn ein Konzern das tut, dann soll es legal sein? Pfui! Wenn wir uns nicht wehren, produzieren sie uns in den Untergang. Wenn wir dem Widerstand gegen Krieg nicht höchste Priorität einräumen, werden wir es bereuen. Wenn wir jetzt nicht Nein zu ihnen sagen, und zwar sichtbar und hörbar, wo immer wir können und wann immer wir können, der braucht hinterher nicht heulen, weil er und seine übrig gebliebenen Angehörigen in die Steinzeit zurückgebombt wurden. Was soll man von Leuten halten, die nicht mal für ihre Kinder und Enkel den Arsch hochkriegen? Was werden Kinder später von Eltern denken, die ihren Sprösslingen lieber zum Schwimmen bringen, anstatt ihnen zu zeigen, dass sie sich für ihr Leben und für den Frieden einsetzen? Ich werde so oft ich kann die untätigen Eltern bei ihren Kindern verpetzen. Verlasst euch drauf! Es sind unsere Kinder, die diese Welt mit Lachen, Leben und Liebe erfüllen. Sie sind die Zukunft. Das ist alternativlos. Ich denke nicht daran, diese Zukunft allein in die Hände machtgieriger Politiker zu legen. Denn ich traue ihnen nicht. Hände weg von unseren Kindern und auch Hände weg von unseren Männern. Führt euren Krieg alleine! Ja! Ich erinnere alle, die gegen uns arbeiten, daran, dass sie Kinder ihrer Eltern sind, dass sie selbst womöglich Kinder und Enkel haben oder haben werden. Um ihretwillen solltet ihr aufhören, euch um Lappalien zu streiten. Und ja, Ideologien sind Lappalien. Im Vergleich zum Leben unserer Angehörigen sind das Lappalien. Was nützt euch da hinten eure Rechthaberei, wenn sie tot sind? Werdet ihr stolz auf euch sein und euch damit trösten, dass ihr nur elitär anständige Demos besucht habt? Wenn die Leichen eurer Kinder vor euch liegen, ist das euer Trost, ja? Meine letzte Frage sollte denen, die die Demos verweigern oder gegen diese Demos sind, dringend mal selbst beantworten. Wie werdet ihr eure jetzige Haltung, egal ob als Gegendemonstrant oder als Demo-Verweigerer, vor einer Nachkriegsgeneration rechtfertigen? Wie? Vergesst endlich die kleinlichen Zänkereien darum, wer die bessere Ideologie hat. Hört auf, das Haar in der Demosuppe zu suchen. Wenn ihr nach Gegnern Ausschau haltet, guckt nicht geradeaus, sondern nach oben. Nur zusammen sind wir stark. Und darum lasst euch nicht in Lager spalten. Wenn der Frieden gesichert ist, wenn wir nicht mehr Angst um das Leben unserer Lieben haben müssen, dann können wir uns um jede Kleinigkeit zanken, bis der Arzt kommt. Aber bis dahin lasst uns untereinander Burgfrieden halten und immer wieder für das gemeinsame Ziel, den Frieden für alle Menschen, auf die Straße gehen. Denn ohne Frieden ist alles andere wertlos. Besser, wir ertragen Menschen mit anderen Absichten neben uns, als dass wir um unsere Kinder weinen. Besser, wir demonstrieren uns müde und arm, als dass unsere Kinder in einem sinnlosen Krieg getötet werden. Besinnt euch endlich auf das Wesentliche. Nie wieder Krieg und Hände weg von unseren Kindern. Ja.
Genau, nie wieder Krieg. Und nur mal so fürs Protokoll und freier Hand. In Bremerhaven. Bremerhaven, das seit 20 Jahren keine amerikanische Kaserne mehr hat. In Bremerhaven wurden letzte Woche und auch schon davor schwere Kriegsgeräte angelandet. Der Bremerhavener Hafen wird zum Kriegshafen für die Amerikaner. Und was das Beschämende daran ist, nicht, dass es passiert, sondern dass die Bremerhavener ihren Arsch nicht hochkriegen. Keiner hat gesagt, okay, lasst uns demonstrieren. Keiner. Und das ist armselig und ich schäme mich für Bremerhaven. So, mal sehen, wie oft ich hier noch drüber stolpere. Danke, Jenny. Jawohl, erstmal vielen, vielen Dank, Jenny. Das waren wirklich wahre Worte und mal wirklich Klartext gesprochen. Denn das ist wirklich das Allerwichtigste, dass wir zusammenhalten. Und damit wir diese Veranstaltung weiterhin machen können, ist es auch wichtig, dass ihr auch ein bisschen was spendet. Wir haben hier die Spendendosen. Der Fuad hat es vorhin noch angesprochen, auch für die Palestine Network Communication, für seinen Verein, steht ja auch noch die Spendendose. Wer also noch nichts gegeben hat, ein bisschen was kann jeder geben. Und Kleinvieh macht auch Mist, das heißt, viele kleine Bisschen machen eben auch noch eine ganze Menge aus. Und eben, wir möchten das ja so weit fortführen, dass wir irgendwann mal nach Berlin kommen, dass wir die großen Städte in Deutschland einmal alle besucht haben, damit alle auch mitbekommen, dass wir da sind, dass wir bereits aufstehen und uns gegen dieses faschistoide System auflehnen. Und jeder, der da bereits in sich diese Wut spürt, aber denkt, er sei allein, der soll in uns eine Plattform finden, wo er sich einreihen kann. Und deswegen ist es so ungemein wichtig, dass diese Veranstaltungen auch weiterhin stattfinden können. Und nun möchte ich den Wolfram ankündigen, und zwar den Wolfram Freiling. Er möchte ein wenig über die USA reden, über das Verhältnis der USA zum Krieg und auch etwas über das Verhältnis USA, Israel, Palästina und Ukraine. Er wird uns auch etwas über die Achse des Bösen erzählen und auch auf eine menschliche, miese Eigenschaft hinweisen, der wir das alles zu verdanken haben. Dieses völlig kaputte System, was alles zerstört. Und das ist diese verdammte Gier. Die verdammte Gier, die in jedem von uns steckt, mehr oder weniger, die wir bekämpfen müssen. Das ist unser täglicher Kampf, unsere menschlichen Eigenschaften jeweils so zu verbessern, dass wir endlich auch eine friedliche Welt haben können. Wir können nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, denn der Frieden fängt in der kleinsten Zelle der Gesellschaft an, in der Familie. Und dann geht es weiter in der Nachbarschaft, in der Stadt, im Land und dann weltweit. Das müssen wir uns immer im Klaren sein. Also fangt an euch an zu arbeiten zunächst und dann helft den anderen. Und nun Wolfram, bitte. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Wolfram aus Kassel. Ich habe die Kasseler Mahnwachen mitgegründet. Ich bin seit ich 15 Jahre bin auf der Straße. Ich war 1969 das erste Mal bei einer großen Demo in Kassel. Da sind dann Schüsse gefallen. Also ich bin dann nachher ein bisschen spirituell geworden, habe mich dann aus der politischen Szene eigentlich zurückgezogen. Ich bin auch nicht unbedingt für Politics, denn even the smell of politics makes me feel sick, hat einmal einer meiner Meister gesagt. Also ein bisschen zu meiner Person. Ich bin, wie gesagt, der Wolfram aus Kassel. Ich bin Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, NLP-Master und ich bin auch Musiker. Okay. Ich habe heute Morgen den falschen Hut aufgezogen. Ja? Also das heißt, ich habe den falschen Hut mitgenommen, den habe ich immer im Auto. Und dieser Hut hat eine Besonderheit, der war immer ganz schwarz. Und dann habe ich mir als Andenken von Che Guevara diesen roten Stern hier drauf gepinnt. Ja? Und ich möchte euch jetzt eigentlich als allererstes einmal bitten, dass wir so ein paar Sekunden, ja, bitte alle mal zuhören, alle mal ein bisschen ruhig sein, mal zuhören, mal Blickkontakt, ja, denn das ist ja alles wichtig hier, ne? Und ich
Es ist unheimlich wichtig, dass wir der Helden gedenken, die vor uns da waren, ja, und versucht haben, diesen Planeten zu einem etwas besseren Plätzchen zu machen. Ja. Deswegen würde ich jetzt, sag ich mal, 15 Sekunden bitten, alle mal die Augen zu schließen und an alle alten Helden zu denken, die wir so im Kopf haben. Ja. 15 Sekunden ungefähr. Ich eröffne das dann wieder. Alle mal die Augen zumachen und alle mal an die alten Helden denken. Okay, ich danke euch. Den Respekt müssen wir diesen alten Helden zollen, denn sie haben teilweise ihr Leben für uns, für die neue Generation geopfert. Ja? Okay. Mein Lieblingsthema ist die USA schon immer auf den Mahnwachen gewesen. Diese Freunde, unsere amerikanischen Freunde, haben es geschafft, in einem Bestehen von 239 Jahren 222 Jahre Krieg zu produzieren. Ja? Okay? Das ist krank einfach nur. Und ich will euch jetzt mal ein Zitat aus der amerikanischen Nationalhymne vortragen. Erst in Englisch, damit niemand sagen kann, ich habe das irgendwie manipuliert, und dann in Deutsch. Wenn ihr das hört, werdet ihr euch einfach nur noch wundern. Das heißt, man kann sich dann nicht mehr wundern, dass die Amerikaner so geworden sind, wie sie sind. Denn wenn sie dieses Lied immer singen, dann sind sie so, wie sie sind. Also. Star Spangled Banner, ja, Jimi Hendrix hat das mal wirklich schön parodiert. Jetzt dieser wichtige englische Text daraus. And the rockets, red glare, the bombs bursting in air, gave proof to the night that our flag was still there. Oh say, does the Star Spangled Banner yet wave over the land of the free and the home of the brave? Das war Englisch. Und das Ganze nochmal in Deutsch. Und der Raketenroter Schein platzender Bomben in der Luft bewiesen in der Nacht, dass unsere Flagge noch da war. O sagt, weht das Sternenbanner noch über dem Land der Freien und der Heimat der Tapferen. Wisst ihr, was ich dazu sagen kann? Da fällt mir nur eins ein. Ja, und die Leute, die nicht mögen, dass ich Fäkalsprache ausspreche, die sollen jetzt die Ohren mal ganz weit aufmachen. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist ein englisches Wort. Und das heißt Fuck. Ich wollte uns jetzt alle noch mal ein bisschen zusammen... wir sollten einfach noch mal kurz Ami go home brüllen. Und zwar richtig laut. Ami, go home! Ami, Ami, go home! Ami, go home! Dass man es bis nach Berlin hört. Ami, go home! Ami, go home! Ami, go home! Okay, vielleicht hat es jemand gehört, aber es ist auf alle Fälle in der Atmosphäre jetzt, das umrundet jetzt die Erde und wird seine Wirkung zeigen, ja. Ich bin normalerweise zu faul, mir irgendwelche Stichworte aufzuschreiben. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, USA, Israel, Palästina, Ukraine. Ja, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das heute schon unheimlich weit ausgeführt worden ist. Ich weiß nur eins. Wir müssen Frieden schaffen und die Soldaten sollten ihre Waffen in das nächste Massengrab werfen, das sie vorher ausgehoben haben. Ja, sie sollten aufhören, mit diesen Waffen Menschen umzubringen. Und zwar von jeder Seite. Ja, sie sollten einfach damit aufhören. Und zwar sofort.
Das Schlimme, was ich feststellen musste, nachdem ich lange über diese ganze Problematik nachgedacht habe, ist kollektiver Wahnsinn. Ja, unsere Gesellschaft treibt in einen kollektiven Wahnsinn hinein. Ja, wir werden in Kriege hineingetrieben, die wir nicht wollen. Ja, und irgendwann finden wir es dann unheimlich legal, dass wir mit unserer Kalaschnikow oder mit unserer Heckler und Koch unsere Brüder und Schwestern in einem anderen Land umbringen. Das geht nicht. Das ist kollektiver Wahnsinn. Und wir müssen uns da rausschälen. Ja, wir müssen der Welt zeigen, dass wir das Gewissen dieser Welt sind, dass wir die Mahnwachen dieser Welt sind und dass wir darauf aufmerksam machen, dass die Welt in einen wahnsinnigen Abgrund hineintrudelt. Tja, jetzt bin ich wieder bei der NATO, ja? Meine Lieblingserklärung für diese Abkürzung ist Nordatlantische Terrororganisation. Und ich will das einfach immer wiederholen. Ja, Nordatlantische Terrororganisation. Und wir wollen, dass wir aus der NATO austreten. Ja, und wir wollen, dass die NATO aus Europa verschwindet und aus der ganzen Peripherie am Atlantik und am Pazifik, weil sie wollen nichts weiter als uns kaputt machen und in einen dritten Weltkrieg hineintreiben und sie zündeln an allen Ecken und Enden und hoffen darauf, dass es irgendwann ausbricht. Nein! Raus aus der NATO! 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 Und zwar besser jetzt als morgen, denn es kann morgens zu spät sein. Ich habe durch meine Facebook-Kontakte, wir kriegen ja alle unheimlich viele Informationen, wir sind ja alle Insider, die wir hier stehen. Wir wissen ja, um was es geht. Und wir wissen, dass es nicht nur eine Minute vor 12 ist, wir haben eine Sekunde vor 12. Wir müssen irgendwas dagegen unternehmen, dass uns diese verdammte Regierung in diese verdammten Kriege hineinschiebt. Und ich habe das Ganze so ein bisschen analysiert. Ja, mein Vorredner hat das irgendwie schon mal auf den Punkt gebracht. Das Problem, was diese kapitalistischen Schweine haben, ist Gier. Ja, Gier. Gier. Und ich möchte einfach mal definieren, wie die Tibeter die Gier definieren. Diese Todsünde. Ja, denn die Katholiken empfinden die Gier als eine Todsünde. Und die Tibeter stellen es so dar. Ein geöffneter Mund. Ja, in dem man etwas reinstecken kann und es fällt direkt wieder durch. Ja, sie können so viel Scheiße, wie sie wollen, in sich reinstecken. Sie fällt immer wieder durch. Deswegen werden sie nie zufrieden in ihrer Gier. Ja, niemals zufrieden. Wir müssen sie von dieser Geisteskrankheit befreien. Wir müssen uns ein Beispiel an Island und an Griechenland nehmen, was die Demokratie betrifft. Und wenn das nicht mehr anders geht, dann rufe ich jetzt, ich, zum Generalstreik auf. Wir müssen einen Generalstreik durchführen, damit wir die Menschen überzeugen können, dass ohne uns die 99% nichts funktioniert. Okay, die Zeit ist knapp. Ich will es zu Ende bringen. Ich bin ziemlich hart, wenn ich hier rede, weil ich auch schon ziemlich alt bin und je älter man wird, desto härter wird man. Ich versuche es zu vermeiden. Aber ich habe einen weichen Kern, ja, ich habe einen richtig weichen Kern. Und ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Und wenn ich diese verdammten Kriegsbilder sehe, ja, und wenn sich vielleicht einer mal das Video von mir anguckt zum Neujahr, ja, auf meiner YouTube-Seite,
Als ich das Video gemacht habe, sind mir die Tränen gekommen und nicht nur einmal. Ja. Was wir brauchen, um die Gier zu beseitigen, ist Spiritualität und Liebe. Ja. Spiritualität und Liebe. Und ich möchte jetzt einfach meine Rede mit etwas Weichem abschließen. Ja. Liebt euch. Liebt euch. Peace. Das ist auch so ein ganz, das ist so ein ganz guter hier, den habe ich noch gar nicht so richtig gekannt. Der ist richtig gut hier. Ja, vielen, vielen Dank für deine Rede. Ja, ganz kurz, der Patrick möchte uns noch auf etwas hinweisen, das kann er vielleicht kurz in einer Minute machen, denn wir sind ein wenig unter Zeitdruck und wir haben noch den Jean-Benedict und den Emanuel und wie ich hörte, soll Densko auch nochmal einen Song performen und wir wollten auch nochmal mit der Bandbreite ein Liedchen spielen. Also, bitte schnell. Ja, danke dir. Super, dass ich noch die Zeit bekommen habe. Erstmal großen, großen Dank an dich, Holner, auch an alle Macher, die hier sind, die das auf die Beine gestellt haben, die hier durch die Städte ziehen. Auch ein riesen Dank an euch allen. Viele kennen uns, viele kennen mich auch von den Mahnwachen. Wir sind seit Jahren schon unterwegs mittlerweile, seit März, Februar. Worauf ich aufmerksam machen will, ist, wir suchen Wege. Wir suchen Möglichkeiten, wie wir aus diesem Teufelskreis von Kapitalfaschismus, Bankentum, Bankendiktatur, NATO, Kriegstreiberei rauskommen. Die Geschichte wiederholt sich, das sehen wir alle. Die Frage ist, wie? Ich glaube, wir müssen diesem System, um da rauszukommen, sollten wir anfangen, diesem System den Stecker zu ziehen. Weil egal, wen wir wählen, egal, wen wir da oben hoffen, es sind keine Volksvertreter, es sind Volkstreter. Die letzten 20 Jahre Politik haben uns doch ganz klar gezeigt, es wird nicht im Sinne des Volkes gehandelt. Es geht nur um Reichtum und Macht. Waffenlobby und Bankenlobby gehen Hand in Hand. Kapitalfaschismus. Kommenden Mittwoch kommt ganz Europa aus über 25 Nationen, kommenden Mittwoch, den 18.03., kommt ganz Europa nach Frankfurt zur Europäischen Zentralbank. Da, wo die Macht von diesen verfickten Eliten ist, entschuldigt mir wirklich diesen Ausdruck, aber wir müssen dorthin. Und ich sehe keine Ausrede, wo es dann heißt, ich muss arbeiten, ich kriege keinen Urlaub oder sonst irgendwas Scheiße. Wir stehen mit dem Arsch an der Wand, verdammte Kacke hier. Und die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Wir müssen die Hosen hochziehen und dorthin Europa solidarisch zeigen. Wir stehen hinter Europa. Keine Ausreden. Ausreden gab es genug. Da oben wird uns keiner helfen. Keine Merkel, kein Gauck, kein Obama. Weil sie sind alle Marionetten der Banken. Und wir müssen direkt zu den Banken, wenn wir uns unsere Freiheit wiederholen wollen. Wenn wir gemeinsam mit Europa bei der EZB stehen, kommenden Mittwoch, dann wird die Welt das sehen. Und dann wird Europa sich erheben. Und selbst Amerika wird das sehen. Aber wir müssen dort solidarisch mit Europa stehen. Keine Ausreden. Weil unser verkackten Job, den wir am Mittwoch dann ausführen, den können wir vergessen, wenn der Krieg kommt. Da gibt es keine Ausreden mehr. Von daher, supportet das. Geht auf YouTube, geht bei Blockupy rein. Unterstützt die Leute, verbreitet das Datum, kommt den Mittwoch. Es werden, offizielle Zahlen gibt es nicht, man erwartet bis zu 50.000 Leute dort. Jeder Einzelne wird gebraucht, jetzt oder nie. Es geht um unsere Freiheit, um unsere Zukunft. Nie wieder Krieg und wir beenden den Kapitalfaschismus, denn da liegt unsere Freiheit. Dieses 1% hat uns diese Freiheit geraubt über die Jahrzehnte. Jetzt ist Schluss damit. Ich freue mich auf jeden von euch. Danke. Ja, danke, Patrick. Wir kommen am Mittwoch zur EZB. Ja, es geht weiter mit Emanuel. Wo bist du? Da bist du. Wunderbar. Die Bühne gehört dir. Hallo, liebe Leute. Ich muss vor euch erstmal kurz erzählen, weil ich komme. Ich komme aus einem Land, das ich letztes Mal der größte Dorf der Welt genannt, weil es echt solche Sachen passiert, dass man im kleinen Dorf hier auch nicht sieht, aus Unmenschlichkeit und so viele andere Sachen. Erstmal muss ich sagen, mein Deutsch ist nicht so gut, tut mir leid, nach 4 Jahren. Also ich komme aus dem Iran. Ich weiß nicht, ob wir darüber was wisst, was da passiert jeden Tag.
Ich musste als Kind immer sehen, dass den Menschen angehängt werden, weil wir wollten ihre Freiheit haben. Und ich habe auch wegen meiner Freiheit gekämpft und davor bin ich jetzt hier und euch gestohlen, eure Leben und eure Geld kriege ich jeden Tag und esse ich das. Und ich möchte das sagen, dass ich möchte nicht eigentlich das haben, das eure Geld, weil ihr arbeitet und ich muss dieses Geld essen. Und ich möchte selber alleine arbeiten wegen meiner Sachen, dass ich bezahlen muss. Das tut mir sehr leid, weil ich das machen muss, aber jeden Monat ich kriege Geld für eure Geld. Und ich musste das nicht passieren. In Deutschland bin ich ungefähr 4 Jahre vorgekommen und habe ich gedacht, okay, ich bin hier in einem freien Land, ich kann sagen, was ich will, ich kann machen, was ich will, ich kann glauben, was ich will. Aber ich muss immer die ganze Zeit Angst haben, wegen meiner Familie auch, weil die immer noch im Iran sind. Also die wurden auch im Iran bleiben, weil die sind Muslim. Aber ich habe wegen meiner Konversion hier bin. Ich war Muslim und ich bin konvertiert in Christum. Und das ist eine große Problem da und eine große Sünde, dass sie sagen, und mein Bruder sogar darf mich töten, darum muss ich wegfliegen. Und wenn ich hier jetzt da zu sagen, gibt es hier in Deutschland sogar so viele Freunde von mir, dass sie Angst haben, hier zu kommen, ihre Meinung sagen, weil das ist echt gefährlich. Und wir haben leider voreinander auch Angst. Ich kann niemandem vertrauen von meinen Freunden, weil ich weiß nicht, wo die kommen, wer die sind und was sie machen können mit mir hier und mit meiner Familie in Iran. Aber ich habe mal gedacht, ja, ist doch genug, ich muss doch auch was sagen. Ich bin hier alleine aus dem Iran, glaube ich. Und bin ich mir sicher eigentlich. Ich nehme an hier aus dem Iran, weil die haben immer alle Angst, zu ihrer Meinung zu sagen. Und ich möchte sehr gerne hier als einziger Iraner sagen, ich möchte auch, dass in meinem Land ein Tag kommt, dass wir einfach sagen, was wir wollen. Und ich freue mich echt sehr, sehr gut, sehr, so viel, dass ich hier meine Meinung sagen darf und Polizei schützt mich. Ich wollte vor Polizei mich bedanken, weil ich musste jedes Mal von Polizei weglaufen im Iran. Egal was ich gemacht habe oder nicht, egal wenn Polizei auf der Straße war, musste ich weglaufen, weil wurde was passieren, die wollten was sagen und keine Ahnung. Wir haben immer alle Angst vor sogar unserer Polizei. Die Polizei ist vor Schutz da und die Polizei muss uns schützen. Aber wir hatten immer Angst und wir haben uns von Polizei geschützt. Und nicht nur Polizei, gibt es da auch eine Gruppe, das heißt Basit, ich weiß nicht, ob ihr darüber wisst. Und wir sind normale Menschen und zum Beispiel die sind 20 Jahre alt, 18 Jahre alt und die dürfen Waffen haben auf der Straße und die können einfach die Leute wie ich, dass ich meine Freiheit will, so einfach mit Waffen erschießen und töten. Ja, das ist nicht nur Iran und andere Länder auch sind so. Und im Iran passiert so viele Sachen immer und niemand weiß das, weil die Leute, die da sind, die zeigen Iran sehr schön immer, dass gar nichts da passiert. Aber jeden Tag, die Leute wie ich, sind verdächtig zum Beispiel. Also die sagen, die Leute sind Drogenhändler und solche Sachen und die hängen auf, die auch. Aber die wollten vor ihrer Freiheit kämpfen nur. Und ich wollte nur wünschen, dass ein Tag kommt, dass die ganze Welt, ganze diese Welt, wir einfach leben können in Freiheit und ohne, dass wir Angst haben, was wir sagen sollen. Vielen Dank für alle.
Okay, jetzt haben wir zur kleinen Auflockerung, bevor dann Jean-Benedict noch reden wird. Wo ist der? Da ist der, genau. Noch Densko hier, der auch mit politischem Rap der Extraklasse glänzt. Und wir versuchen jetzt mal, sein Instrumental hier ans Laufen zu bekommen, was gerade leider nicht danach aussieht. Dann begrüße ich Jean-Benedict als nächsten Redner. Bitte, komm auf die Bühne. Ah ja, okay, alles klar. Du musst dich doch noch in Wartestellung halten, denn hier gibt es hier gibt es doch was, ja? Okay, welchen darf ich anmachen? Nummer 3 und dann Nummer 1. Okay, dann viel Spaß mit Densko. Okay, hallo erstmal. Schön hier zu sein. Ich bin normalerweise auf der Mahnbach im Meer. Falsches Lied. Ein danach. Okay. Ich möchte ein bisschen Stimmung machen mit euch hier. Ich möchte erstmal alle Leute bitten, die hinter der Bühne stehen, sich mal ein bisschen hier nach vorne zu bewegen. Ich denke mal, dass wir bei den Hunden ein bisschen mitmachen können. Wäre auf jeden Fall schön. Unsere Stimme dürfen wir ja benutzen und das machen wir heute. Wir wurden verkauft, unsere Rechte entmündigt und der Freiheit beraubt. Von Parasiten ausgesaugt und beklaut. Und unsere Politiker haben zugeschaut. Schlimmer noch, sie helfen alle mit. Man verrät halt sein Volk, wenn man Vasalle ist. Ist doch alles Mist, denn das alles frisst uns von innen auf und wir schneiden es nicht. Deswegen müssen wir aufstehen, müssen uns aufregen, gemeinsam rausgehen, laut sein. Denn Schweigen heißt zustimmen. Warum wir laut sind, weil wir das nicht gut finden. Diese Politiker lügen, sie werden bezahlt, um ihr Volk zu betrügen. Doch wir haben euch durchschaut, das geht an Merkel und Gauck. Ich sag keine, ihr sagt Lügen, keine, keine. Ich sag wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen, wir wollen. Ich sag schäm dich, ihr sagt Merkel, schäm dich, schäm dich. Ich sag schäm dich, ihr sagt Gauck, schäm dich, schäm dich. Es ist traurig, aber wahr, unsere Politiker stellen Marionetten dar. Aber nicht am Beten, nein, sie hängen an Ketten. Für Schweigen bezahlt, damit wir es nicht checken. Und deshalb müssen wir uns gerade machen, denn was sie hier gerade machen, sind schon ziemlich harte Sachen. TTIP, Chemtrail, patentiertes Ebola, mediales Rumtatter, wirklich unfassbar. Kriegerische Politik, heuchlerische Politiker wie die da. Denn sie machen es möglich, wären die für uns, wäre das hier nicht nötig. Doch es ist wie es ist, weder Merkel noch Gauck interessieren sich für unser Wohl, wir haben's erkannt und nehmen unsere Zukunft jetzt selbst in die Hand. Ich sag keine, ihr sagt Lügen, keine, Lügen, keine, Lügen. Ich sag wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen, Frieden, wir wollen, Frieden. Ich sag schäm dich, ihr sagt Merkel, schäm dich, Merkel, schäm dich. Ich sag schäm dich, ihr sagt Gauck, schäm dich, Gauck, schäm dich, Gauck. Ich sag wir sind, ihr sagt Menschen, wir sind Menschen, wir sind Menschen. Ich sag wir wollen, ihr sagt Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden. Ich sag TTIP, ihr sagt nein, TTIP, nein, TTIP, nein. Ich sag schäm dich, ihr sagt Merkel, schäm dich, Merkel, schäm dich, Merkel. Ich sag Merkel, ihr sagt Apfel, Merkel, Apfel, Merkel, Apfel. Ich sag Gauck, ihr sagt auch Gauck, auch Gauck, auch. Ich sag Merkel, ihr sagt hässlich, Merkel, hässlich, Merkel, hässlich. Ich sag Gauck, ihr sagt auch Gauck, auch Gauck, auch. Okay, danke schön. Okay, einen bringe ich noch, wenn ihr Lust habt. Das habe ich für die Mahnwache in Leer geschrieben. Wir haben alle gute Ziele und setzen uns ein. Kreieren Plakate und Parolen, die wir auf Demos schreien. Wollen frei sein, jeder leistet seinen kleinen Beitrag. Denn gemeinsam können wir eins sein.
Doch was ist, wenn wir helfen könnten, effektiv? Ich meine, das Wasser steht uns bis zum Hals und es ist tief. Darum stelle ich dir die Frage, was es Besseres gibt, als wenn sich endlich jemand bückt und den Stöpsel zieht. Wenn wir alle uns zusammentun in jedem Ort, jeder Stadt, jedem Dorf, spüren wir das Elend fort. Weil wir aktiv helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Glaub mir, das hast du direkt vor der Haustür. Ja, wirst du nicht lange suchen müssen, in dieser Zeit ist nichts wichtiger als helfende Hände. Also spuck rein, gib dir einen Ruck und fang an zu tun, was getan werden muss. Wenn du willst, dass sich die Welt ändert, fang an bei dir. Denn der Wandel, der die Welt beginnt, wo beginnt er wohl? In dir. Warum ist unsere Gesellschaft wohl so wie sie ist? Egoismus vermischt mit Schiss und Pessimismus. Man liebt sich wie ein Held, doch fühlt sich wie nichts nutzt. Fassade muss sein, denn sie ist Schutz. Warum so viele nicht nach Hilfe fragen? Weil sie kein Vertrauen in die Gesellschaft und Angst vor Ablehnung haben. Weil viele eben sagen, dass sie gerade in diesen Tagen nur auf das eigene Wohl Acht zu geben haben. Doch das ist falsch, ist falsch. Von Garmisch-Partenkirchen bis nach Rheinland-Pfalz. Von Norden bis Süden, von Ost nach West. Hier ist Zeit für den Wandel und zwar jetzt. Und wenn wir es echt schaffen, gemeinsam zu helfen, wachsen wir über uns hinaus wie mit Stelzen. Wenn wir möchten, dass dunkle Töne hell klingen, müssen wir die Veränderung selbst in die Welt bringen. Denn du willst, dass sich die Welt ändert, fang an bei dir. Denn der Wandel, der die Welt befreit, beginnt wo? In dir. Du kannst für Obdachlose kochen und nein, ich kann dich beruhigen, die sind nicht alle besoffen. Oder du könntest ein Altersheim besuchen und den Rentnern ihre Zeit verschönern, weil die nicht mehr alle eine Fam haben. Helf ehrenamtlich bei Projekten mit Kindern und wenn es keine gibt, Zeit damit zu beginnen, Mann. Halt deine Stadt sauber, helf, wenn du gefragt wirst, ganz egal wie, helf, dass die Nacht hier zum Tag wird. Wir können nur gemeinsam wachsen. Glaube nicht, den ersten Schritt zu machen wäre Schwachsinn. Denn wenn keiner den ersten Schritt macht, ist doch klar, dass es mit aufeinander zugehen nicht klappt. Deshalb bitte ich dich, mach den Anfang. Halt die Augen auf und reich den Schwächeren die Hand an. Wirst du dir und der Welt so beweisen, wir können die Mauern, die uns trennen, einreißen. All die Unterschiede machen uns doch gleich, weil wir alle verschieden sind. Merkst du jetzt, wie leicht man Gemeinsamkeiten findet? Das ist nicht abstrakt, auf den ersten Blick hat es nur den Anschein gehabt. Denk mal drüber nach, und wenn du es nicht verstehst, denk noch mal drüber nach. Wir kommen nur gemeinsam zum Ziel, wir sollten langsam los, es steht viel auf dem Spiel. Wenn du willst, dass sich die Welt ändert, fang an, bei dir. Bei uns anfangen. Denn der Wandel, der die Welt befreit, beginnt in dir. In dir, dir, dir und dir, in uns allen. Wir sind das Volk. Solidarisiert euch. Dankeschön. Das war Dancecoin. Ein Riesenapplaus. Richtig, richtig geile Mucke. So Jungs vermisse ich. Ich habe ja schon gedacht, Killes Moore und ich sind die Einzigen, die in die Richtung gehen. Aber cool, dass es dich gibt. Jaroslava, ist dein Name richtig ausgesprochen? Alles klar, du möchtest was sagen, ich gebe dir die Hand. Und eine Sache, die du für wichtig hältst, in aller Kürze. Jaroslava, bitte. Frau Merkel war zur Siegesparade am 9. Mai nach Moskau eingeladen. Und wir sehen uns als Erben der Sieger über den Faschismus. Das heißt, wir auch Russen, die hier leben, wir möchten nicht darauf verzichten. Wir sind keine Verräter und keine Vlasov-Sympathisanten. Wir feiern zusammen mit Chinesen, mit China, Kasachstan, Korea und vielen anderen, feiern wir am 9. Mai den Sieg über Faschismus und Nazismus, die Sowjetunion überfallen haben. Und Putin hat Merkel eingeladen und die hat diese Einladung ausgeschlagen mit der Begründung, sie möchte die Kiewer Regierung, die
gar keine ist aus unserer Sicht. Das ist ein Ergebnis des Putsches und eine faschistische Junta in Kiew. Und Merkel begründet ihre Absage, sie wird nicht an Siegesparade in Moskau teilnehmen, mit der Begründung, sie muss die Rücksicht auf die Kiewer Regierung nehmen. Und wir protestieren dagegen, weil politisch bedeutet dieser symbolische Akt, merkelsche Pseudo-Regierung distanziert sich vom 9. Mai, die bevorzugt, die faschistische Junta in der Ukraine zu unterstützen und die bevorzugt, im Kriegszustand gegen Russland zu verbleiben. Wir Millionen Russen, die hier in dieser BRD leben, wir protestieren dagegen. Wir unterstützen weder die faschistische Regierung in Kiew, noch die faschistische Assistenten in Berlin. Danke. Wahrlich ein wichtiger Einwand. So, jetzt ein unglaubliches Zeichen, ja, die Befreiung des Faschismus quasi so ad acta zu legen und so zu tun, als hätten die Russen überhaupt keinen Beitrag dazu geleistet, weil man eine faschistische Regierung in der Ukraine nicht enttäuschen will. Das ist eine Unglaublichkeit. Jetzt habe ich die Ehre, einen lieben Freund endlich auf die Bühne zu bitten. Jean Benedict, einen Applaus. Die letzte Rede heute Abend ist von ihm. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Dass ich die letzte Rede habe, das wusste ich vorher nicht, also keine Sorge, das wird schon ganz harmlos werden. Und vielleicht einleiten nur kurz. Ich bin heute mit einem Freund aus Rendsburg da. Wir sind von der Rendsburger Mahnwache. Wir sind seit April dabei, seit Ostermontag. Und sind aber jetzt seit Weihnachten so ein bisschen in der Winterpause. Und ich finde es einfach klasse, dass hier junge Leute, das fing in Erfurt an, ging weiter in Halle, also aus dem Osten eher von unserem Land, den Mut gefunden haben und einfach neu was gemacht haben. Und ich weiß auch um die Wurzeln ein wenig dieser Bewegung. Es ist vielleicht nicht uninteressant, weil wir haben alle den Winter mitbekommen mit Pegida. Das will ich euch nochmal ansprechen. Und viele waren erst unsicher, was ist das überhaupt, was ist Pegida, was wollen die? Wir sind ja eine Bewegung, die nicht von vornherein alles eher Konservative oder so verbieten oder ausgrenzen. Wir versuchen, die guten Anteile von beiden Seiten zu integrieren, aber nur die guten. Das ist ja das Gegenteil von Querfront. Querfront verbindet die Extremen, die schlechten Seiten. Aber das kapieren ja die Leute nicht, die Detfortisten. So, und wie gesagt, da waren viele erst unsicher, aber dann wurde im Laufe des Dezember immer klarer, was steckt eigentlich hinter Pegida, die Springer-Verbindung. Es wurde klar, da sind führende Leute wie das Ehepaar Mund, das hat die Evelyn Piazza, die heute leider nicht da ist, mit aufgedeckt. Das Ehepaar Mund steckt damit hinter, die auf Hogesa- und Pegida-Veranstaltungen aufgetreten sind und ganz klar auch Verbindungen zu bestimmten rechtsnationalen Kreisen pflegen. Und da wurde immer deutlicher, das ist nichts für uns, das ist nicht im Sinne dieser Bewegung. Und die meisten der Mahnwachen sind auch dieser Sache treu geblieben. Und das freut mich sehr. Und da ist hier in Erfurt entstanden der Impuls, wir wollen was entgegensetzen gegen diese Pegida-Verführung. Da werden eigentlich ostdeutsche Sachsen wurden verführt mit ihren Empfindungen und Meinungen in eine völlig absurde Richtung. Und diese Bewegung ist entstanden aus dem Impuls, da etwas gegenzusetzen, um die eigentlichen Themen anzusprechen, um die es geht. Und das finde ich erstmal sehr schön. Vielen Dank an die Veranstalter. Das hat mich auch ein bisschen wieder versöhnt. Ich habe im Dezember ein paar kritische Artikel auch geschrieben über Ossis. Die wurden mir von manchen auch etwas übel genommen, aber dadurch, dass ihr zeigt, was eigentlich in euch steckt, freue ich mich über euch.
Und ich merke auch bei vielen jungen Ostdeutschen einen viel stärkeren Impuls, sich zu befreien. Ihr seid nun mal nicht aufgewachsen. Man kann ja auch sagen, wir Westdeutschen sind schon so gewöhnt an amerikanische Besatzung, dass wir gar nicht mehr die Kraft finden, uns aufzuraffen. Und da finde ich es sehr schön, das möchte ich mal ausdrücklich hervorheben, wie aus Halle, aus Erfurt, aus vielen Städten dort, Leipzig, eine Kraft kommt, die sagt, nein, so nicht. Und das ist vielleicht auch passend, das jetzt hier zu erwähnen, weil wir jetzt hier, ihr seid zum ersten Mal jetzt in Westdeutschland. Für mich gibt es das immer noch, ich bin halt damals aufgewachsen. Das war dein Glück jetzt. Bitte? Das war jetzt dein Glück, dass du das so nett gesagt hast. Ja, für mich gibt es das immer noch. Also ich bin ja auch, das ist auch gleich noch kurz das Thema, also ich vertrete sehr stark, wie Frank hat das schon im Grunde auch angesprochen, das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, man muss von kleinsten Einheiten ausgehen. Und zwar warum? Weil nur dann kann wirkliche Volksnähe da sein. Und das ist einfach klar, wenn man sich damit länger beschäftigt, leuchtet das jedem ein. Und von daher müssen wir auch gar nicht, finde ich, einheitlich immer sein. Und das führt jetzt mich an zum eigentlichen Thema kurz. In ein paar Minuten ist natürlich schwer, das abzuhandeln, aber vielleicht in aller Kürze. Man kann sich ja fragen, wir reden jetzt viel von Krieg und Frieden. Nehmen wir die Ukraine. Warum führt Kiew Krieg? Ganz auf den Punkt gebracht, weil sie sagen, ihr Territorium wird bedroht. Nicht? Die territoriale Integrität, wie das ja immer heißt, wird bedroht durch die Aufständischen. Und das heißt, offensichtlich sind wir noch nicht so weit, was man hier immer oft hört, Grenzen spielen keine Rolle mehr, Staaten sind doch alle egal. Ja, leider führen sie aber immer noch zu Kriegen. Und jetzt ist einfach der Punkt, man kann sich ja mal fragen, sollen wir denn jetzt so etwas vertreten, was ja einige durchaus tun, auch in dieser Bewegung, dass es überhaupt keine Staaten mehr gibt, nur noch eine Welt. Ne, weg mit allen Grenzen. Grenzen sind nun mal ein Bestandteil von Staaten. Man muss ja definieren, wo hört ein Rechtsraum auf, wo fängt ein anderer an. Das heißt, diese Forderung, alle Grenzen weg, ist die eigentlich realistisch? Da nur mal ein Beispiel zu. Wie kann man gleiche Gesetze machen, zum Beispiel in Dänemark und meinetwegen in der Schweiz? Ja, der Punkt ist doch folgender. Dänemark wird aus Kopenhagen regiert, vom Parlament. Und die Dänen und wie alle Skandinavier haben einen sehr starken Sozialstaat, sehr hohe Steuerquoten. Auch die verteidigen aber auch ihre nationalen Interessen sehr stark, halten sehr zusammen, geben sehr viel Geld für Schulen aus und so weiter. Und das wollen die so, weil sie nun mal so sind, die meisten jedenfalls. Und jetzt ist auch der Punkt, wenn wir jetzt die Schweiz nehmen, die haben extrem niedrige Steuern, ich meine 13% oder so, nicht? Sehr niedrige Steuern, ein ganz anderes System. Menschenrechte gelten in beiden Ländern, klar, die gelten, sollen auf der ganzen Welt gelten, logisch. Nur, der Punkt ist doch, man kann nicht dänische Gesetze völlig überall gleichschalten mit meinetwegen Schweizer Gesetzen oder mit italienischen oder mit französischen. Und wenn man sich das mal gründlich klar macht und zu Ende denkt, dann führt das dahin, wir brauchen durchaus noch Grenzen und Staaten. Denn nur dann können wir definieren, wo hört ein Rechtsraum auf und wo fängt ein anderer an. Wir können nicht alle Gesetze gleich machen. Nehmen wir nur ein anderes Beispiel, die Asylpolitik. Es gibt allein im deutschen Bereich gibt's Bundesländer, die haben eine ganz stark weltoffene Tradition. Hamburg als Beispiel. Ja? Man kann nicht für Hamburg im Grunde die gleichen Asylgesetze machen wie für Sachsen. Auf dem Höhepunkt der Pegida-Sachen habe ich immer gesagt, ich will nicht diese Leute bashen. Wenn angenommen, es waren ja auch nicht alle Sachsen, aber wenn die meisten Sachsen meinetwegen beschließen wollen, wir wollen maximal 3% Migranten oder so, ja dann sollen sie eine Volksabstimmung machen und das machen. Aber lasst uns Hamburger oder Schleswig-Holsteiner bitte in Ruhe damit. Ja, und jetzt, das haben leider viele missverstanden, als wenn ich damit die Sachsen bashen würde. Nein. Ich glaube, Unterschiede akzeptieren und erkennen und dann akzeptieren schafft Frieden. Das ist auch ein Teil der Friedensbewegung. Alles unter eine Knute zwingen, das schafft Krieg. Auch inneren Krieg. Lass doch Verschiedenheit zu. Wir hatten bis 1803 noch 1800 selbstständige Territorien in Deutschland. Über 1800 Reichsabteien. Die hatten eigene Gesetze. So, der Kaiser war weit weg.
Und gut, das wurde reduziert durch Napoleon und nachher dann im Deutschen Bund auf 39. Jetzt haben wir 16. Für mich eigentlich zu wenig. Ich finde, ich liebe die deutsche Kultur so sehr und halte sie für wichtig, dass ich schade fände, so wenige zu haben, so wenige Staaten. Denn es geht auch darum, wie können wir mit den Bayern in Schleswig-Holstein eine gemeinsame Familienpolitik finden? Gar nicht. Ja, wenn die Bayern, die wollen, die haben eine ganz stark katholisch-konservative Tradition und die will ich ihnen auch nicht nehmen. Ich will sie auch nicht ändern. Leben und leben lassen, das ist echter Liberalismus. Aber sie sollen auch uns in Ruhe lassen. Und leider ist das nicht so. Zum Beispiel, dass Trennungsväter oder manchmal auch Mütter verknackt werden von deutschen Gerichten, in Schulden gepresst werden durch Unterhalt, ist der Hauptgrund aus meiner Sicht für die geringe Geburtenrate in Deutschland. Nicht die Gender-Sache, das wird völlig übertrieben. Es ist das Unterhaltsrecht, das rigideste in Europa. Das Kindesunterhaltsrecht. Und der Punkt ist, wenn man das versuchen würde zu ändern, dann kommen sofort die katholischen Sozialverbände und sagen, nee, das ändern wir gar nicht. Das bleibt so. Gut, aber jetzt der Punkt, also wenn wir dazu kommen, okay, verschiedene Länder akzeptieren und so weiter, schafft Frieden, dann ist die Frage, noch kurz zum Schluss, wonach können sich denn solche Grenzen dann ausrichten? Und da haben wir, da streiten die Historiker seit Jahrhunderten drüber. Im 19. Jahrhundert hat man dann die Ideologie entwickelt, dass möglichst präzise nach den ethnischen Mehrheiten sich die Grenzen zu bilden hätten. Das ist das sogenannte Nationalprinzip oder ethnische Prinzip. Und das kann man mit Fug und Recht nach hunderten Millionen Toten, die daraus entstanden sind, vielleicht mal hinterfragen. Aus welchem Grund? Ich sage Staaten ja, aber nicht unbedingt nach dem ethnischen Prinzip. Da müssen wir unterscheiden. Im Westen Europas haben die damit gar nicht so ein Problem, weil durch die Meeresküsten England, Frankreich hat man eine sehr weitgehende, nicht vollständige Deckungsgleichheit von Staat und Sprache oder ethnischer Mehrheit. Es gibt auch da natürlich Randgebiete, Bretagne, Languedoc, in England hat man Wales und Schottland, klar. Aber man hat im Wesentlichen eine sehr weitgehende Deckungsgleichheit von Nation und Staat. Das Problem ist, eines schickt sich nicht für alle. Die Engländer haben, vielleicht gar nicht mal mit böser Absicht, ich will denen auch nicht mal alles böse unterstellen, die haben einfach egoman, wie wir alle irgendwie sind, unbewusst, ihr Prinzip, was bei ihnen passt, auf uns übertragen und forderten schon nach dem Ersten Weltkrieg überall das ethnische Prinzip. Paradebeispiel, die Zerschlagung von Österreich-Ungarn. Eigentlich ein vorbildlicher Vielvölkerstaat, die meisten haben sich dort vertragen. Und man hätte das vielleicht fortentwickeln können durch Föderalisierung, durch mehr Autonomie für die einzelnen Teile. Mit Sicherheit war da Reformbedarf. Nur der Punkt ist, was wurde dort gemacht? 1920, Trianon. Nach dem ethnischen Prinzip einfach radikal neue Grenzen geschaffen, die wir heute noch haben in den meisten Teilen. Und das schafft überall Minderheiten. Dieses Problem hatten wir dann noch in Jugoslawien in den 90er Jahren bis heute. Das ist also hochaktuell. Flurbereinigung, ethnische Flurbereinigung ist die Folge davon, Kriege und so weiter. Und wir haben das Problem auch heute in der Ukraine. Denn die heutige Ukraine wurde nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen, nach den ethnischen Mehrheiten. Und das halte ich für ein Problem, weil die historischen Traditionen, und das ist das, was ich befürworte, was man viel mehr beachten sollte, Staatsbildung sollte sich eher richten nach historisch-territorial-geografischen Gewohnheiten, die man natürlich nicht übertreiben darf in ihrer Bedeutung. Man muss auch die Folgen der Weltkriege berücksichtigen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie revisionistisch da rangehen. Es geht einfach nur darum, dass man da bestimmte Strukturen erkennen kann, auch in der Ukraine, wo man eben sehen kann, der Osten und Süden des Landes hat nie zu irgendeiner polnisch-litauischen, ukrainischen Staatsbildung gehört. Und daher im Grunde steckt das dahinter, dass diese Landesteile wegstreben von Kiew. Ganz kurz noch, weil hier auch viele Palästinenser waren, leider nicht mehr da. Ich habe mich auch viel mit dem Problem Israel-Palästina beschäftigt und das zum Ende. Ich glaube, die Zwei-Staaten-Lösung wird dort niemals wirklich klappen können. Das ist eine Theorie. Heute sind die Siedlungen, die israelischen, auch in dem Westjordanland so überall vermischt. Wie soll das denn gehen? Das ist eine absurde Grenze, die wir zum Teil ja schon haben mit dieser hohen Mauer, die es dort gibt. Meterhohe Mauer, die also zickzack geht und jede kleine jüdische Siedlung dann noch umschließt. Das ist doch irre. Und ich glaube, da kann man besonders schön sehen, was ich meine. Wir haben in dem Land
ich möchte hier auch mal ganz kurz sagen, lasst uns nicht nur bashen auf den Zionismus. Es gab einen staatsfreien Zionismus im 19. Jahrhundert, eine Sehnsucht von jüdischen Menschen, die unter Pogromen litten in Osteuropa vor allen Dingen, nach dem gelobten Land. Der war staatsfrei. Die sind ausgewandert, haben Land gekauft, haben sich mit ihren Nachbarn vertragen und haben das Land bereichert. Ja, das war auch Zionismus. Also bitte den nicht bashen. Und dass da also jüdische Menschen eingewandert sind, ist völlig in Ordnung. Und das sehen auch viele Araber so. Ich glaube auch Fuad und seine Freunde. Der Punkt ist doch nur, wo man jetzt sagt, wir brauchen einen rein jüdischen Nationalstaat. Da wird es das Problem. Und das Land ist eigentlich völlig klar. Das liegt zwischen Mittelmeer und Jordan. Das ist eine gewachsene, uralte Einheit, war früher Teil des Osmanischen Reiches. Das sollte man als Ganzheit nehmen. Und ein Land für zwei Völker. Das heißt dann eben Israel-Palästina. Wir haben Beispiele. Die Schweiz, da sind vier Völker, aber ein Land mit einem politischen Willen. Belgien, die raufen sich zwar oft, aber letztendlich gehören sie doch zusammen. Es ist eine uralte Einheit, Belgien. Das alte Böhmen und Mähren, heute Tschechien, da lebten bis zur Vertreibung viele Deutsche. Was war der Wahnsinn? Der war unter Hitler gekommen. Hitler hatte nach dem Münchner Abkommen dieses irre ethnische Prinzip, wo das Sudetenland dazu kam, durchgesetzt. Das war das Verbrechen. Die Einheit mit zwei Völkern, wunderbar. Das heißt, ich glaube, dieses territoriale Prinzip, das verspricht Frieden und Zukunft und das ethnische nur Krieg. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese sehr differenzierte Analyse. Sehr interessant, dem zuzuhören, finde ich auf jeden Fall. Wir beenden die heutige Veranstaltung mit einem musikalischen Beitrag, der für euch ist und der für alle geschundenen und denunzierten Friedensdemonstranten Balsam für eure Seele sein soll. Und das wird der letzte Song sein, den die Bandbreite heute spielt. Und danach entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend. Bleibt uns gewogen. Endgame wird weitergehen in der nächsten Stadt. Mal gucken, wo das sein wird. Sie haben gesagt, dass du ein Nazi bist und glaubst an Neuschwabenland, in der Arktis ist. Und dann hast du diesen Film gedreht und ketzerisch verdrehst du so die Realität. Time.
es ist mir egal, was sie reden. Ich hab nen Blick in ihr Herz getan und darum wird keine Lüge je zwischen uns treten. Die Hetze der Meute kommt nicht gegen uns an. Ja, es ist mir egal, was sie reden. Ich hab nen Blick in ihr Herz getan. Zwischen uns treten, die Hetze der Meute, komm nicht gegen uns an. MTM 3 in Hannover war das. Schön, dass ihr da wart, dass ihr bis zum Schluss noch ausgeharrt habt. Super Sache. Das Ganze wird jetzt weitergehen. Unser herzlicher Dank auch nochmal an die Polizei, die schon auf uns aufgepasst hat. Vielen Dank, Jungs, ihr wart super. Und wir sehen uns auf dem nächsten Demonstration, wo immer die auch ist. Peace Party in Berlin ist nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Hiermit erkläre ich die Veranstaltung für beendet. Danke, Bandbreite.